sit up, stretch my legs. Brush my teeth up, wash my face. Einen wunderschönen guten Tag. Wir sind genau pünktlich zum Einlauf der Bredstedt Riptides. Oh, das ist. Zum Einlauf der Bredstedt Riptides heute gegen die Gäste aus Neumünster, gegen die Demons. Heute das allerletzte Spiel für die Bredstedt Riptides und da sehen wir sie einlaufen. Ich kriege bestimmt wieder Probleme mit dem Copyright von diesem Lied, aber wurscht. Herzlich willkommen, meine Lieben. Willkommen. Oh, und Ele verlängert hier schon in den. Muss man hier kurz den Sound lauter machen. So, meine Lieben, ich bin mal wieder hier mitten in der Sonne. Ich weiß nicht, ihr könnt mich, glaube ich, auch gerade gar nicht sehen. Entschuldigt, das ändern wir gleich nochmal ganz kurz. So viel neue Technik und Schnickschnack hier. Muss ich mal ganz kurz hier mit der neuen Kamera rumkommen. Oh, das ist ja ungünstig. Aber hier bin ich. Hallöchen, meine Lieben. Ich teste heute neue Kamera-Setups und dementsprechend könnte es sein, dass es hier noch ein bisschen, aua, ein bisschen hakelig wird. Ich bin hier auch irgendwie wieder spontan gar nicht eingerichtet. Als ob der Stream hier spontan passieren würde. Also es tut mir schon mal leid, dass ich wieder mal überhaupt nicht vorbereitet bin. Aber herzlich willkommen zum Spiel der Bredstedt Riptides gegen die Neumünster Demons, wie bereits erwähnt. Letztes Spiel für die Riptides, also das allerletzte Spiel der Saison, auch dann noch ein Heimspiel sogar. Und die Neumünsteraner müssen am 25. nochmal gegen Heide ran. Das Spiel wird es dann auch bei uns hier auf unserem Kanal geben. Also erstmal herzlich willkommen an eure Jungs, Hier wird irgendwas bejubelt. Ich glaube, es handelt sich hierbei um die Nummer 22, die sich beim letzten Spiel verletzt hat, also Rasmus. Ich denke, da sitzt er, frisch operiert. Rasmus also am Start hier als Glücksbringer für das Team. So, und jetzt gucke ich auch mal kurz in den Chat rein. Hier ist ja schon einiges passiert. Ich habe die Sonne wieder richtig in der Sonne. Das heißt, ich kann so gut wie nichts auf meinem Bildschirm erkennen, aber ich versuche es trotzdem. Also, Frittenschachtel ist am Start. Scribble Patrick, hi. Ja, ich sehe dich zwar nicht, aber du sitzt wahrscheinlich irgendwo da hinten. Ich sehe dich. Ich werde dich finden, auf jeden Fall. Vavarik, herzlich willkommen auf ein gutes Spiel. Go Demons, hallo Rainbow, R627. Ich hoffe, das Wetter hält. Ja, also eigentlich war ja wieder Regen und Gewitter angesagt. Habe ich bis jetzt wieder sehr Glück gehabt, also ich habe mich zwar auf Regen eingestellt, aber noch bleibt es dabei, dass ich noch keinen Regen in dem Stream hatte, um meine Technik zu schützen. Also toi toi toi, Klopf auf meinen Kopf, ja, dass das bleibt. Ele, schön, dass du da bist und Ele, danke, dass du deinen Sub verlängert hast. Vielen, vielen Dank dafür. Thorsten ist auch am Start. Moin. Ich bin im Garten und gucke nebenbei. Das freut mich sehr. Schön, dass du da bist, Thorsten. Frittenschachtel kommt dann auch schon wieder mit einem Sub hinterher, schon im dritten Monat. Also auch da vielen, vielen Dank.
LP mit Palle. Moin Patrick, sitze am Kuchenverkauf, kann dich von hier aus sehen. Ja, das freut mich. Lieben Gruß an den Kuchenverkauf. Ich habe die Sonne wieder richtig in der Sonne. Oh, habe ich das gesagt? Ups. Im Gesicht, meinte ich natürlich. Und Deadlock schreibt Grüße an die Demons. Auch herzlich willkommen. Ich weiß jetzt nicht, worauf hier noch gewartet wird, ehrlich gesagt. Ach, auf die Schiedsrichter. Okay. Die Schiedsrichter tingeln da jetzt langsam an. Also zu meinem Setup heute. Ich kann es euch versuchen, gerne nochmal zu zeigen. Ach Mensch, guck mal, die Kamera hat sich schon wieder abgemeldet. Das ist sehr schön. Ich teste heute eine neue Kamera im Einsatz. Hier, da seht ihr sie. Sehr provisorisch, wie ihr sehen könnt. Die Kamera war zu leicht für das Gimbal. Deswegen musste ich da oben Gewichte draufkleben. Das ist quasi die Zukunft. Es steht auf einem Hochstativ, also steht quasi frei neben mir, wie ihr ahnen könnt. Ich gehe mal hier runter. Das ist quasi die Zukunft des Streamings. Ja, dann brauche ich keine Hebebühnen mehr, keine Gerüste mehr, sondern kann mich ganz entspannt neben dieses Konstrukt setzen und ganz entspannt mit einem PlayStation-Controller die Kamera bedienen. Also das ist die Zukunft, das wird es in Zukunft bei mir geben. Also nur schon mal dahin. Deswegen, ich teste das heute ein bisschen. Kann also sein, dass die Kamera nicht immer on point ist. Das bitte ich jetzt schon mal zu entschuldigen. Aber ja, ich finde es schön, dass ihr alle wieder da seid, dass ihr euch Football mit mir gönnt. Während ich hier sabbel, gehe ich mal näher an die Jungs ran. So, und ich hoffe, dass soweit alles klar ist. Ich habe ein Mikrofon wieder außen irgendwo hin platziert. Ich hoffe, man empfängt da ein bisschen Game Sounds von den Menschen auf dem Platz. Mal gucken, ob das funktioniert, ohne zu viel Musik einzuspielen. Aber gut. Lieben Gruß von der Kasse. Ja, Mensch. Also sehr viele Leute vor Ort, die sich hier in den Stream reinsetzen. Und die Frittenschachtel spendet deine haut 100 Bits raus. Football ist Zeit, ist geile Zeit. Sehr schön. Grüße aus Steinburg. Ich grüße zurück. Frittenschachtel, vielen Dank für deine Bits. Ja. So, währenddessen habe ich jetzt wieder nicht mitbekommen, wer hier die Wahl gewonnen hat. Sieht so aus, als hätte Neumünster die Wahl gewonnen. Neumünster hat die Wahl gewonnen, soweit ich weiß. Und wird den Ball jetzt kicken? Habe ich jetzt nicht ganz mitbekommen. Aber... Ah, Frau Ziller ist auch gleich da. Sehr schön. Sehr verspätet aber auf jeden Fall. Na, was heißt verspätet? Ist da pünktlich zum Kickoff. Wie gesagt, wir haben sehr schönes Footballwetter heute mal wieder. Also freue ich mich da sehr gut. Die ersten Internet-Tests liefen gut. Da schon mal vielleicht Entwarnung. Allerdings hatte ich bei dem Test auch schon ein paar Einbrüche. Also es kann durchaus sein, dass da kurzzeitig ein paar Ruckler drin sind oder ich auch mal kurz weg bin. Also nur mal schon mal so. Aber das kennen wir ja schon. Da müssen wir ja durch. Also, die Demons werden den Ball in der ersten Halbzeit kicken. Bedeutet, die Riptides gehen gleich mit ihrem ersten Drive mit der Offense aufs Feld. Und dementsprechend werden die Demons in der zweiten Halbzeit den Ball receiven. Wir haben heute ja eine relativ volle Hütte tatsächlich. Das Wetter zieht dann doch die ein oder anderen Leute an. Es ist hier oben bei mir ziemlich windig, merke ich gerade. Aber jetzt ist die Sonne auch weg. Wurscht, egal, geht los. Achso, ich habe ja auch noch... Ach, ich bin wieder so richtig gut vorbereitet. Also ich werde es wahrscheinlich auch nie lernen. Ich versuche das jetzt nochmal schnell hier. Gehen wir schon mal da rein. Schaffe ich das noch, bevor er den Kick ausführt? Wahrscheinlich nicht. Gut, dann bleiben wir erstmal mit dem Pre im Scoreboard drin. Und da kommt der Kickoff. Ja, da geht aber hinten raus. Kein Return. Dementsprechend gar nicht so wild. Dann kann ich hier ganz in Ruhe noch mein Scoreboard fertig machen. So, das ist schon besser. Jetzt passt das auch. Üzit Mesil ist auch wieder am Start. Moin zusammen, ich grüße dich. Ja, wenn die Sonne jetzt weg ist, ist es auch ganz schön kalt dann wieder. Also, egal, ich will mich nicht beschweren, Hauptsache es regnet nicht. Ich muss mal kurz gucken, wie weit hier meine Kamera ist, ob die hochgefahren ist. Demo-Modus, ja, herzlichen Glückwunsch. Gut, dann hat sich das schon mal erledigt. Da muss ich mich da gleich in Ruhe nochmal drum kümmern. Dann bleibt es oldschool bei der Kamera. So, die Demons heute
personell etwas unterbesetzt im Gegenzug der Riptides. Die sind dann tatsächlich sehr viel heute und erstmal gucken wir, was hier passiert. Aber ein kurzer Run. Die Kette ist heute auf unserer Seite. War ein Raumgewinn von 2 Yards. Die Bredstädter haben neue Jungs bekommen, sag ich mal. Ich will jetzt nicht sagen, dass das hier letzte Woche war es dir zu warm. Ja, ich weiß, ich bin nie zufrieden. Also heute haben die Bredstädter 4 Jungs aus Flensburg bekommen. Die Sea Lords haben ja die Season zurückgezogen. Beziehungsweise den Rest der Season abgemeldet. Und dementsprechend haben wir hier 4 Flensburger mit auf dem Platz. Ja, die hatten ihre Spielsperre, also das ist alles durch. Aber mal gucken, was die Jungs aus Flensburg hier nochmal reißen können. Wieder ein Run. Das war ein Raumgewinn nochmal von 4 Yards ungefähr. Ja, jetzt sind wir bei 3. und 1 ungefähr, also ist nicht mehr viel. Hätte Heide mich letztes Mal nicht verletzt, wäre ich jetzt auch auf dem Feld. Ja, oh Mann. Ich wünsche dir auf jeden Fall eine gute Besserung. Mal gucken, ob ich die Kamera hier wieder zum Laufen kriege, weil irgendwie geht die wohl immer wieder aus, warum auch immer. Ich weiß nicht, ob der Kamera zu warm ist. I don't know. So, wieder ein Run durch die Mitte, durch die 20. Oh, Vorsicht da beim Runterfallen, nicht, dass da irgendwelche Beine verletzt werden. Das wollen wir hier nämlich heute wieder gar nicht sehen. Ja, heute war ich auch ein bisschen spät dran, deswegen gab es jetzt auch noch keine Tabelle. Ein langes Brot. Ah, der war sogar ein bisschen frei im Pass, ein bisschen zu kurz. Der wirft da auf den Rücken von dem Defender. Dementsprechend gar keine Chance für den Receiver. Da ging es aber auf die 0 von den Riptides, einen Flensburg-Spieler, also ein Ex-Flensburg-Spieler. Sieht man noch an den schönen Flensburger Helmen. Finde ich witzig, dass die ein Jersey mit der Nummer 0 haben. Habe ich so hier, glaube ich, in der Liga noch nie so richtig gesehen, also nicht so richtig bemerkt. Finde ich auf jeden Fall ziemlich cool, hier einen Footballspieler mit der Nummer 0 zu sehen. Also da schon mal richtig witzig. So, und dann sehen wir wieder einen Pass, auch wieder ein langes Ding, eigentlich sogar selber Spielzug. Das Ding ist gecatcht und da scheint er auch durch zu sein. Schönes Ding, Touchdown für die Riptides. Ja, erstes Spiel. Ah, gibt es noch ein bisschen Klärungsbedarf mit dem Schiri. Vielleicht hat er zu viel gejubelt, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall Touchdown und wie ihr seht, mein Schirm ist total im Weg. Google, dich habe ich nicht gemeint. Es tut mir ein bisschen leid, dass mein Schirm hier jetzt im Weg ist, Alter. Vielleicht sehen wir ja gleich nochmal was. Jetzt sehen wir auf jeden Fall nichts. Alter Leute, ich bin hier richtig vorbereitet. Ich bin hier wieder richtig on point mit meiner Professionalität. Auf jeden Fall der extra Punkt ist gut. Bin sofort wieder für euch da. Während ich versuche, hier diesen behinderten Schirm wegzumachen. So. Problem ist ja, die Technik muss halt irgendwie auf ein bisschen geschützt werden vor der Sonne. Gut, die ist jetzt weg, aber die kommt ja bestimmt gleich wieder. Aber gut. So, Touchdown plus Extrapunkte macht im Umkehrschluss 7. Dementsprechend passen wir das Scoreboard dann auch mal an. Einmal mit Profis arbeiten. So, was haben wir denn hier? Ich will meine Kanalpunkte verwerten, Patrick. Deine Kanalpunkte? Ja, dann verwende die doch. Ach so, oh, ich habe den Bot noch gar nicht angemacht. Gut, dass du mich daran erinnerst. Ich sehe ja, wie gesagt, einmal mit Profis, ey, das ist wieder richtig schlimm. Das Ding ist, ich bin um kurz nach zwei nochmal zum Stand gegangen, um mir noch ein Getränk zu holen. Und
Dann wurde ich festgequatscht. Ich habe mit 1000 Leuten wieder gequatscht und dann war es irgendwann schon kurz nach halb und dann dachte ich mir so, ach du Scheiße, ich muss langsam mal los. Und dann war es schon spät, aber gut. So, jetzt habe ich auf jeden Fall alles aktiviert. Kommt der Return, jetzt kommt die Sonne wieder raus, jetzt sehe ich nichts, das ist schlecht. Oh, ein guter Return auf jeden Fall. Noch ein Fumble. Egal, Fumble geht ins Aus. Hätte mir meine Sonnenbrille mit nach oben holen sollen. Ja, es ist so lustiger, das stimmt, aber auf der anderen Seite, naja gut, es läuft ja über meinen Kanal hier, somit kann ich ja Professionalität auf meinem Level interpretieren. Wenn ich natürlich irgendwann mal auf einem Verein, auf deren Kanälen streame, gut, dann kommentiere ich das Spiel aber auch nicht. Also habe ich eigentlich die Probleme dann gar nicht. Also passt schon, würde ich mal behaupten. Solange euch das unterhält und ihr es gut findet, bin ich damit glücklich. Ah, ich habe zwar eine Cap auf, ich glaube, ich muss die Cap dann nochmal richtig rumtragen, weil die Sonne ist schon echt blendig. Blendig? Ist das überhaupt ein Wort? So, erster Offense Drive, denn jetzt der Neumünsteraner. Ein Run mit der Nummer 1, aber früh gestoppt. Sehr früh gestoppt. Ah, so. Hä, hab ich doch. Hab ich das Ding nicht gespeichert? Oh, ich habe nicht gespeichert. Entschuldigt. Aber danke für die Erinnerung. Also, so viel nochmal dazu hier. Viel Props. Komme ich gleich drauf zurück. Das dauert lang. Dann kommt der Snap. Da kommt das Brot raus auf die Nummer 4. Der hatte Platz, aber fällt hin. Stolpert. Was ich sagen wollte, viel Props auf jeden Fall gehen an die Frisia Warriors, die hier sehr präsent sind heute. Also ich habe da nicht schlecht geguckt, als die Jungs hier eben kamen. Also da sind ja bestimmt, ich habe jetzt nicht mitgezählt, aber einige am Start, die hier die Nachbarn aus Breitschild unterstützen. Also da schon mal ein Gruß raus auf jeden Fall. St. Nukes, ach ja, das habe ich gelesen, alles gut. Blendig, cool. Also es blendet wirklich sehr hart. Außerdem steht mein Laptop jetzt in der Sonne. Ich weiß, die ist zwar jetzt heute nicht so heiß, aber ich kann euch beruhigen, der Router, der ist nicht mehr im Einsatz. Also der kann jetzt nicht heiß laufen. Oh, ein Pass auf die 3. Ah, der war gar nicht schlecht. Musste er sich vielleicht ein bisschen bücken, aber wenn du da so an den Ball kommst, musst du den dann auch fangen letztendlich. Moment, ich muss mal kurz die Cap richtig rumsetzen. Gott, es ist ungewohnt, die Cap so richtig rumzutragen. Ich sehe wahrscheinlich auch richtig affig aus jetzt, aber zumindest blendet die Sonne jetzt nicht mehr. Das ist schon mal praktisch. Trage ich die Cap endlich mal für den Zweck, wofür sie eigentlich geschaffen wurde. Auch schon der 4. habe ich gar nicht mitbekommen tatsächlich. Ja, gut gefangen. Boah, der hat Platz. Guter Return auf jeden Fall. Der Punt war gar nicht so schlecht. Aber der Return bis auf die 50. Also nicht schlecht. Gar nicht schlecht sogar. Die Jungs von den Panthers sind auch dabei. Ach Mensch, seid ihr auch hier? Also euch habe ich jetzt bewusst nicht gesehen tatsächlich. Aber schön, dass ihr da seid. Finde ich cool. Das hat tatsächlich auch sehr gut... weiß einer, ob Neumünster immer noch mit ihrem Backup-Quarterback spielt? Weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Also es spielt auf jeden Fall die Nummer 16. Weiß aber nicht, ob das der Backup ist. Also da bin ich leider kadermäßig komplett raus. Aber hier unten fliegt ein Flag. Mal gucken. Was heißt denn Backup? Genau, also Backup bedeutet quasi der nicht etatmäßige Quarterback, also quasi ein Ersatz. Das bedeutet Backup. So, das ist eine Strafe gegen Breed steht, so wie es aussieht. So, ich hoffe, meine Technik
verzeiht es mir, dass sie jetzt hier in der Sonne steht. Also falls ich kurz weg sein sollte, die Sonne ist schuld. Wollte ich noch schon mal erwähnt haben. So, da wird fleißig gewechselt. Hübby mit seinen Coaches Augen hier unten an der Sideline. Alles genau im Blick. Oh, kurzer Pass. Ah, leider ein bisschen zu kurz geworfen. So, wir sehen, receiver-technisch sind die Breche da jetzt gut, also was heißt gut aufgestellt, aber auf jeden Fall mit der Unterstützung aus Flensburg aufgestellt. So wie ich das sehe, war hier jetzt quasi jeder Receiver auf dem Platz. Einer von den Sea-Lords, also zumindest mit dem Sea-Lords-Helm. Dann scheint, denke ich mal, die Verstärkung gar nicht so schlecht gewesen zu sein. Verletzt ist auf jeden Fall keiner, ist der Main-QB. Okay, alles klar. Achso, ihr habt da oben noch mehr geschrieben. Nee, das ist nicht der Backup. Der ist irgendwie war verletzt, meine ich. Kann aber auch bei den Heidi Saints gewesen sein. Das weiß ich nicht. Aber er hat es ja kommentiert. Die Flagge muss auch wieder weg. Das war falsch. So, währenddessen da jetzt irgendwas geklärt wird. Wieso zum Teufel geht denn der Demo-Modus hier immer wieder an? Ich weiß nicht, ob die Kamera hier warm läuft und immer wieder ausgeht. I don't know. So, mal gucken, kann ich sie jetzt wieder einschalten? Kann ich sie jetzt wieder einschalten? Tatsächlich, so. Bisschen Durst habe ich jetzt auch schon. Ich muss mal hier kurz wandern gehen. So, wie gesagt, Tabelle habe ich euch jetzt nicht vorbereitet. Allerdings, Bred steht da, wisst ihr ja wahrscheinlich vielleicht, bisher noch ohne Sieg. Also nur noch Tabellenletzter. Leider deutlich schlechtere Quali mit der Cam. Ja, das stimmt. Das ist natürlich jetzt nicht die Highlight 4K-Kamera, die ich hier natürlich hauptsächlich benutze. Wieder ins Aus, stark. Ja, wir müssen gleich mal gucken, ob die Replays überhaupt funktionieren. Das habe ich jetzt noch gar nicht getestet. Sollte aber gleich funktionieren. Ja, die Qualität ist natürlich eine ganz andere. Wie gesagt, das ist ja nur testweise. Aber ich habe das auch schon gesehen, wenn ich das jetzt wechsle, sieht man schon einen qualitativen Unterschied. Das stimmt schon. Also jetzt so im Direktvergleich, wenn man die jetzt vergleicht und die hier, ist natürlich schon ein ganz anderer Schnack auf jeden Fall. Das stimmt schon. Aber wie gesagt, das ist ja auch noch eine Testkamera, irgendwie kleine Full-HD-Kamera, die ich zu Hause noch gefunden habe. Also dementsprechend ist das jetzt nicht die finale Kamera, die da oben drauf stehen sollte wahrscheinlich. Werde ich mir aber in der Auswertung zu Hause nochmal ganz in Ruhe anschauen. Oh, schöner Pass. Ganz starker Pass. So, die Breche steht da wieder gefährlich nah. Ist sogar, wenn man es genau nimmt, schon die Red Zone. Die sind da auf der 19,5-Yard-Linie ungefähr. Ah, der passt mal leider ein bisschen zu weit rechts raus. Schade. Hätte er auf jeden Fall für ein paar Meter noch gehen können. Ich fast vergessen. Moin, Ehrenmann, Frittenschachtel. Ist echt ein Ehrenmann, dieser Frittenschachtel. So, 2. und 10. Also die Kamera kann ich eigentlich mal runternehmen. Hier, die werde ich hier nicht benutzen heute. So. So.
So, wird wahrscheinlich wieder ein Pass in die Endzone rein. Wow, ein starker Catch. Touchdown. Mal gucken, ob das mit dem Replay schon mal geklappt hat hier. Gehen wir mal direkt in den Replay rein, um zu schauen, ob es funktioniert hat. Stark hat funktioniert, da sehen wir es nochmal. Er hatte lange, lange, lange Zeit zu werfen und er läuft da einmal quer rüber. Ja, stark, also puh. Nicht verkehrt, nicht verkehrt. Somit Touchdown für die Riptides. Also bisher enormer Mehrwert auf jeden Fall schon mal für die Bredstedter mit diesen Receivern. Und er war auch drin. Extra Point gut. Somit führen die Bredstedt Riptides jetzt mit 14:0. Jetzt auch für euch visuell. Da ist er. Gut. Also bisher muss ich sagen, überzeugen die Bredstedter sehr mit ihrem Passspiel und auch mit den Returns. Also der Returner mit der, ich weiß gar nicht, was es war, die 89, glaube ich, müsste das sein von den Bredstedtern. Oh, trink einen Schluck Wasser. Das mache ich sehr gerne. Das mache ich sehr, sehr gerne. Ah, lecker. Richtig lecker. Also, der Returner auch gefällt mir sehr, sehr gut. Die 89 von den Bredstedtern, der macht richtig Meter. Aber auch der Receiver mit der 0 gefällt mir sehr gut bisher. Also da... ich höre gerade doppelt, weil vor Ort hier. Achso. Du hörst mich doppelt. Okay. Okay, okay. Das ist gut. Also nicht gut für dich, aber... aber schön, dass du vor Ort bist. Ups, fast den Kickoff verpasst hier. Auch wieder ein relativ guter Return. Bleibt er lange auf den Beinen. Sehr stark. So. Nun werde ich aber schnell noch am vorletzten Tag ins Freibad hüpfen. Bis gleich. Viel Spaß dabei. Let's go, Boys. Moin, Gosshard. Willkommen im Chat. Ja, für die Neumünster Demons geht es ja noch theoretisch um Platz 3. Das heißt, ein Sieg wäre jetzt auch nicht so unwichtig. Natürlich kann man sich für den dritten Platz soweit jetzt erstmal nichts kaufen, aber liest sich auf der Tabelle natürlich am Ende der Saison schon ein bisschen besser, als weiter unten in der Tabelle zu sein. Natürlich für Bredstedt geht es jetzt auch um keinen Tabellenplatz mehr, aber natürlich der erste Sieg für die Bredstedter wäre natürlich schon wichtig für... Da kommt die Glocke, wer auch immer die abgespielt hat. Aber ist noch gar kein Third Down. Passt irgendwie noch gar nicht so richtig, die Glocke. Aber gut. Wenn du die Glocke fühlen möchtest, dann kannst du sie jetzt fühlen. So, zweiter Versuch und ein Yard ungefähr zu gehen. Das riecht schon mal sehr nach dem First Down auf jeden Fall. Egal, sagt er. Das ist egal, genau. Solange du die hören möchtest, kannst du sie natürlich immer aktivieren. Ein Run mit der Nummer 1. Oh, der hat Luft, der hat Platz. Ah, fällt er hin. Aber gut, Yards gemacht auf jeden Fall. Da macht er mal locker jo, 12, 13 Yard plus. Somit bewegt sich die Kette. Also starkes Play auf jeden Fall schon mal. Jetzt knallt die Sonne ganz schön hier rauf. Aber ich bin noch da. Ja, na, passt. Die Bredstedter auch Unterstützung heute von den Calypso-Cheerleadern. Die sehen wir da hinten einmal. Die Mädels machen hier auch ordentlich Stimmung. Ich höre sie bis hier. Ich weiß nicht, ob ihr sie auch im Stream hört. So, auch das wird wieder ein Run. Auch relativ früh zu Boden geholt, aber reicht trotzdem für 3 Yards. Also eigentlich ein solider erster Run. Sehr gut. Mal kurz gucken, was die Kamera hier treibt. Sie lebt noch, okay. Ich könnte die Kamera auf jeden Fall
benutzen, wenn ich mit euch rede. Für einen anderen Zweck ist sie ja eigentlich gerade gar nicht da. Deswegen schwenke ich die einfach mal rüber. Und wenn ich gleich mit euch reden will, hallo, dann habe ich da eine Kamera für euch, damit ihr mich auch sehen könnt, ne? So, wieder ein Run. Mehr oder weniger durch die Mitte. Reicht aber auch wieder für einen First Down. Also das funktioniert. Da wissen die Breachy noch nicht so richtig, was sie dagegen setzen sollen. Frau Ziller, wenn du Hilfe brauchst, sag Bescheid oder was trinken möchtest. Das ist sehr lieb von dir, danke. Komme ich vielleicht drauf zurück? Schauen wir mal. Aber noch bin ich hier oben versorgt. Noch bin ich versorgt. Ich weiß auch ehrlich gesagt gerade gar nicht, wo du bist. Stehst du hier bei mir? Nee. Nee, keine Ahnung. Aber ich sag dir Bescheid. So, was haben wir denn jetzt? Ach ja, der erste Versuch, genau. Diesmal war ein Pass. Oh, links raus ist Luft. Und der kommt an. Oh, nee. Hat er den gecatcht? Sagt er, hat er den? Ja, er sagt, es ist ein Catch. Stark. Nicht unbedingt selbstverständlich, dass das ein Catch ist. Oh shit, ich habe jetzt die Wiederholung ganz schön spät gedrückt. Mal gucken, was die Wiederholung sagt. Haben wir sie? Haben wir. So hat er gecatcht. War aber eine knappe Entscheidung auf jeden Fall. Finde ich jetzt nicht unbedingt selbstverständlich, dass das ein Catch war. Oh Leute, diese Kamera macht mich fertig. So. Aber starkes Play auf jeden Fall. Ich meine, jetzt sind es noch 2 Yards bis zur Endzone. Also dementsprechend ein Katzensprung in die Endzone. Schauen wir mal. Run mit der 1, das sieht gut aus. Der hat Wucht, aber oh, gut aufgehalten. Das hat nicht gereicht. Guter Hit. Sehr guter Hit. Gucken wir uns nochmal in der Wiederholung an. Also zuerst habe ich gedacht, er schafft das. Aber dann haben sie gut gestoppt zu zweit. Also gutes Defense Play, ein wichtiges Defense Play auf jeden Fall. So. Wird das ganze Game auch wieder auf YouTube kommen? Ja, das Spiel gibt es auch wieder auf YouTube zu sehen. Da ich morgen früh über den Urlaub fliege, weiß ich ehrlich gesagt nicht, ob ich das bis morgen schaffe oder sogar noch aus dem Urlaub irgendwann zusammenwurstel. Und das wird der Touchdown gewesen sein. Genau, richtig, Touchdown. Für die Demons. Kurz überfordert hier mit dem Wiederholungsspeichern. Eigentlich wollte ich nur Touchdown drücken, aber gucken wir uns nochmal kurz die Wiederholung an. Boah, ganz unspektakulär durch die Mitte. Quarterback Sneak war es sogar wahrscheinlich, wenn ich das richtig sehe. Dementsprechend Touchdown. 6 Punkte haben sie schon mal sicher. PAT. Oh, der Snap war schlecht, aber oh, den hat er noch. Eieiei, das war mal eine knappe Nummer. Aber der war gut. Zuerst dachte ich, der Holder zieht sich den Ball nochmal zurück, aber die haben durchgezogen. Gucken wir uns gleich auch nochmal in der Wiederholung an, während ich kurz das Scoreboard anpasse. Also zuerst dachte ich ja, dass der Returner daraus noch einen Pass macht oder so. Schauen wir mal. Hat er lange gebraucht mit dem Festhalten des Balles, aber haben sie noch eine gute Nummer draus gemacht. Dementsprechend 14-7. Holt er den Stecker raus. Genau, holt er den Stecker raus. Der Quarterback-Sneak funktioniert halt auch immer wieder, ne? Ja, genau. Um nochmal zum Thema zurück. Das Video gibt es auf jeden Fall auf YouTube. Weiß aber nicht genau, ob ich das heute Abend noch schaffe, fertig zu machen. Wie gesagt, morgen früh fliege ich in Urlaub. Im Worst Case mache ich das dann irgendwie aus dem Urlaub noch irgendwie. Ich weiß natürlich nicht, wie das Internet dann im Hotel ist und wie lange der Upload letztendlich dauert. Deswegen weiß ich nicht, also ich kann es euch auf jeden Fall nicht versprechen, dass ihr es morgen Abend wie gewohnt schon nachgucken könnt oder ob es erst im Laufe der Woche passiert. Das werden wir dann sehen. So, Kick auf Demons. Starker Kick, der geht auch wieder hinten raus. Kein Return.
wie gerne ich da jetzt auf dem Feld wäre. Das kann ich auch stückweise nachvollziehen. Ich selber würde jetzt zwar nicht gerne spielen, aber ich verstehe das. Relativ ruhig hier tatsächlich. Irgendwie, eigentlich Musik ist vorhanden, da wird gar nicht so gespielt. Also es liegt mir natürlich recht, da ich dann keine Probleme mit Twitch und der Musik habe. Aber zwischen den Plays und den Leerläufen gibt es auch gar keine Musik. Finde ich schon verwunderlich. Was hat ein Run? 20, aber ich sehe da schon eine Flag. Ich muss mal mein Stream Deck hier näher zu mir holen, das ist sonst blöd. So. Ups, meine Cam rutscht. Flag on Field auf jeden Fall. Ich weiß jetzt nicht genau, die Flag liegt hier unten am Spielfeldrand. Ah, und oben auch. Wahrscheinlich ein Full Start. Auf jeden Fall Strafe gegen die Offense. Okay, Milan, willkommen. Danke für dein Follow und auch danke für die Follows davor. Nee, ich habe tatsächlich nicht gesehen, wer sich verletzt hat. Ich sehe aber gerade, dass am Spielfeldrand jemand behandelt wird von den Sanitätern, die hier vor Ort sind. Das seht ihr wahrscheinlich oben rechts auch. Ja, normalerweise filme ich sowas natürlich nicht, aber in dem Fall ist es schwierig, weil das Spiel weitergeht und die nun mal gerade sich da im Feld aufhalten. Ich habe aber nicht gesehen, wer sich da verletzt hat. Ob das ein Spieler war? Keine Ahnung. Nee, habe ich nicht gesehen. Ein kurzer Pass. Ja, der war aber auf dem Boden, glaube ich. Ja, der Ball war auf dem Boden, kein Catch. Oh, danke Fossi. Ich habe es in demselben Moment weggemacht, als du es gemacht hast. Beziehungsweise warst du ein kleines Mühchen schneller. Dann habe ich die Flag wieder reingemacht. Aber danke fürs Mitarbeiten. Wieder ein Pass links raus. Auf die 9 der Riptides. Also ich kann es nur noch mal wiederholen, die Jungs aus Flensburg gefallen mir ziemlich gut und die sind ja anscheinend auch direkt zu den Keyplayern hier aufgestiegen. Ja, also die Riptides scheinen aber auch generell ein Receiver-Problem gehabt zu haben, weil sie einfach offensichtlich auch keine anderen Receiver auf dem Platz haben oder im Kader auch. Ich habe eben noch die Nummer 10 gesehen von den Riptides. Das ist auf jeden Fall ein etatmäßiger Wide Receiver, glaube ich. Aber sonst wird es da schon enger, glaube ich. Auf jeden Fall spielen die Jungs aus Flensburg, auch, sorry, wenn ich es immer wieder so sage, aber damit ihr wisst, von wem ich rede, spielen die Jungs halt wirklich sehr, sehr gut und die gefallen mir sehr gut und es läuft auch sehr viel über die. Also und jetzt auch wieder. Da ist ziemlich viel Luft schon wieder. Langes Ding. Aber es ist Interception. In dem Falle weiß ich nicht, wo er da hingeworfen hat. Schade. Aus Sicht der Riptides. Das ging in die Hose und schon Interception für die Demons. Dementsprechend wechselt das Angriffsrecht. Gucken wir uns gerne nochmal in der Wiederholung an. Und ich glaube... die Violine. Sehr gut. Ich glaube, es ist auch Quarter, wenn ich das richtig verstanden habe. Gucken wir uns nochmal die Wiederholung an. Er hatte viel Zeit zu werfen auf jeden Fall. Sehr viel Zeit. Vielleicht zu viel Zeit. Ich weiß jetzt nicht, welchen... Boah, da sind insgesamt aber auch 3 Defender. Ich weiß jetzt nicht genau, wo er da die Lücke gesehen hat. Schade aus Sicht der Riptides. Wir haben auf jeden Fall Quarter. Das werde ich dann auch mal schnell anpassen hier. Na gut, aufgrund der doch vielen Runs, die wir gesehen haben, geht das Quarter natürlich auch schnell vorbei. Ja, an der Stelle nochmal ein kleiner Hinweis auf meinen YouTube-Kanal, den ihr auch hier verlinkt seht. Unten in meinem Profil, da findet ihr... Oha! John Cena meldet sich zu Wort. Da findet ihr... Okay, lasse ich die Melodie kurz an. Da findet ihr auf jeden Fall
Oh, ein langes Brot auf jeden Fall. Oh, auch gefährlich hochgetippt, das Ding. Eieiei. Fast wieder eine Interception gewesen. Jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Auf jeden Fall, Black Pooh, vielen, vielen Dank für den Amazon Prime Sub. Vielen, vielen Dank. Ah ja, genau. VODs und mehr findet ihr auf YouTube. Da findet ihr auch die Touchdown der Woche, die es regelmäßig gibt. Und noch andere coolere Projekte. Und ich kann euch auch nur empfehlen, checkt auf jeden Fall mal unser Instagram oder mein Instagram ab. Da ist gestern das Video All Eyes on Band rausgekommen. Mein allererstes Videoprojekt. Würde ich euch empfehlen. Also guckt euch das bei Gelegenheit mal an. Ja, vielleicht schicken wir gleich nochmal einen Link durch oder so. Ist auf jeden Fall zu empfehlen. Vielleicht zeige ich das in der Halbzeit nochmal, vielleicht für euch. Ist auf jeden Fall empfehlenswert. So, wieder ein langes Brot. Oh mein Gott! Was war das bitte für ein Catch, Alter? Den hat er mit einer Hand, hat er sich das Ding geholt. Alter Schwede, wenn das nicht aufs Highlight-Tape kommt, dann weiß ich auch nicht. Alter, macht er dann One-Hander raus, oder was? Gucken wir uns das nochmal, ein langes Brot und den nimmt er mit einer Hand. Alter Schwede. Also, Digga, Respekt. Schönes, schönes Ding. Schöner Catch, ey. Also, was soll man sagen? Das Ding kommt auf jeden Fall ins Highlight-Tape. Das ist mal ein Run mit der 1. Der hat Zeit und Luft und der ist durch, glaube ich. Oh shit, wir sehen nichts. Mein Laptop ist im Weg. Aber das ist ein Touchdown. Eine Flag? Nee, keine Flag. Ja, und so schnell kann es gehen, Leute. So. Also, nochmal ein Touchdown rausgehauen. Also, starker Drive auf jeden Fall durch natürlich den Catch, den wir eben gesehen haben. Der war ja wohl übertrieben krass. Mal gucken, ob der PAT noch reingeht. Dann haben wir ja wieder ein ausgeglichenes Spiel. Da kommt er. Der sah ganz gut aus. Der sah sehr gut aus. Der ist drin. Auch der PAT gut. Warum sind denn die ganzen Flensburger, der nun in Bred steht? Bester Catch der Saison, ja, wahrscheinlich. Sah fast so aus. Die Flensburger haben ja zurückgezogen die Saison. Die werden sie also nicht beenden. Und dann steht es den Spielern ja letztendlich frei, ob sie noch wechseln wollen oder was auch immer. Und wenn du natürlich mitten in der Season bist, willst du natürlich auch eigentlich weiterspielen. Und wenn es dann in Flensburg erstmal so keine Zukunft gibt, also auf kurze Sicht auf jeden Fall, dann kann man natürlich wechseln und da Bredstedt nicht so weit weg ist, haben sich die Spieler wohl gedacht, Mensch, dann lass uns doch nochmal nach Bredstedt, um da nochmal ein Spiel zu machen. Da die wohl auch in der Vorbereitung schon Scrimmage gegeneinander gemacht haben und auch ein Daycamp und so weiter, kannten sich die Leute wohl auch untereinander schon ganz gut. Dementsprechend, ja, sind die Jungs dann hier rum. Also es sind auch nur 4 oder so, glaube ich. Also so viele sind es, glaube ich, noch nicht mal. Das macht richtig Spaß. Oh, falsche Kamera. Genau, dementsprechend sind die Jungs halt hierher gefahren, zu 4 oder zu 5, ich bin mir jetzt gerade gar nicht sicher. Und spielen jetzt quasi das letzte Spiel. Also wenn du wechselst, du kannst natürlich nicht einfach so wechseln. Du hast natürlich ein Spielsperre, das steht schon mal fest, das hatten sie auch. Und dementsprechend können sie jetzt hier das letzte Spiel nochmal bestreiten. Ist auch interessant, dass der Schiedsrichter den Ball festhalten wollte, obwohl er noch im Feld war. Auch interessant. So, also Riptides haben verdammt stark angefangen, also muss man sagen. Aber allerdings, die Demons haben sich da nicht lumpen lassen und sind zurückgekommen durch nice Plays. Also, ich würde sagen, ein unterhaltsames und faires 14-14, also auch im Spielstand fair. Also 14-14 finde ich schon mal gut. Spiegelt so ein bisschen auch die Leistung wieder. Dann sehen wir jetzt den nächsten Offense Drive. Ein Run jetzt über die 20. Der hat ein bisschen Luft. Da wird er ein bisschen den Stiffarm rausprobieren.
Hat auch so weitestgehend ein bisschen funktioniert. Ja, 6 Yards hat er gemacht mit dem ersten Play. Das ist gut für ein erstes Play. Hast du ein bisschen Luft für die nächsten Versuche. Musst du dann nicht so weit überbrücken. Das ist schon mal sehr gut. Wie ein Volleyballspieler hat er das Ding weggeschlagen. Das war auch wichtig, weil der Receiver schon seine Hände bereit hatte, um das Ding zu fangen. So, bleibt also bei jetzt den dritten und fünf, würde ich mal behaupten. Die Riptids sollen sich heute ihren ersten Sieg holen, bitte. Sei es ihnen gegönnt, wenn es soweit sein sollte. Für mich ist natürlich erstmal wichtig, dass der Bessere gewinnt. Schauen wir mal. Und natürlich, dass das Spiel total verletzungsfrei bleibt. Das ist natürlich auch wichtig. Aber ansonsten würde ich es den Breitschiller natürlich auch gönnen. Der Pass war kurz in die Mitte, schafft der 85er aber nicht zu fangen. 4. Versuch. Ich denke mal, das wird in einem Punt enden. Ich glaube nicht, dass die in dieser Position den Spielzug ausspielen werden. Das wäre doch ein bisschen sehr riskant. Die Demons in der Defense sind nicht so richtig auf Punt eingestellt gewesen. Haben sich jetzt kurzfristig entschieden, dann Returner noch hinten hinzustellen. Ist dann vielleicht kein etatmäßiger Returner, das werden wir gleich mal sehen. Es ist ein Fake. Das ist ein Fake. Und das schafft er, das ist ein First Down. Damit haben die Jungs, glaube ich, jetzt auch gar nicht gerechnet, dass sie dann Fake raushauen. Das ist natürlich der Vorteil, wenn dein Running Back auch der Panther ist. Finde ich auch immer praktisch, wenn auch dein Quarterback der Panther ist, weil dann hast du natürlich viel Spielraum für Plays. Dementsprechend gucken wir uns das gerne nochmal kurz an. Kann er natürlich lange überlegen und dann hat er da wohl eine Lücke gesehen, allerdings hat er die Lücke eher rechts gesehen, die hat sich dann aber auch schnell zugemacht. Hat er doch auch Glück gehabt, dass er da gut durchgekommen ist. Aber im Endeffekt ist es wurscht, er hat nämlich den First Down rausgeholt. Sehr wichtig für die Offense der Riptides. Dementsprechend wieder 1. und 10. So, wieder ein Pass, ein kurzer. Hat er gefangen. Der Tackle ist dran. Aber trotzdem sehr gute Yards gemacht. Also so 7, 8 Yards hat er gemacht. Wichtig. Ich sehe gerade, dass meine Kamera nicht mehr auflädt. Das ist schlecht. Ach Mann, ey, die Technik hier heute macht mich ja wieder fertig. Aber jetzt läuft sie wieder. Okay, sehr gut. Die Frittenschachtel will, dass ich einen Schluck Wasser trinke. Okay, mache ich. Sehr gerne natürlich. Die Kamera läuft wieder nicht schön. Also gut, dass man da Sachen auch sehr unverbindlich... das ist ein Interception. Da gab es noch einen Abpfiff. Ich weiß jetzt nicht genau, was passiert ist. Der Schiedsrichter hat abgepfiffen. Ich glaube auch, dass hier noch ein Rettungswagen rankommt. Oder ein Notarzt, bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall. Ja, es ist ein RTW, der hier jetzt reinkommt. Weiß jetzt nicht, warum hier abgepfiffen wurde. Das erklären die Schiedsrichter jetzt gerade. Jetzt fällt mir gerade was ein. So eine Ratemusik wäre auch cool jetzt. Habe ich hier irgendeine Musik? Nee. Schade.
So eine Quizmusik wäre jetzt cool. Das müsste ich mal das nächste Mal einfügen. Gott, was quietscht denn hier so? So, ich glaube, wir haben jetzt eine Spielunterbrechung tatsächlich. Aufgrund dessen, dass wir hier einen RTW-Einsatz haben, auch wenn der nicht auf dem Spielfeld stattfindet, glaube ich, dass es trotzdem eine Spielunterbrechung geben wird. Es sieht jetzt nämlich danach aus, weil der RTW rollt hier auch gerade rauf. Leute, ich weiß jetzt ehrlich gesagt auch nicht, wer sich verletzt hat, bevor ihr fragt. Also ich habe es echt nicht mitbekommen, dass überhaupt jemand verletzt war. Aber der RTW kommt jetzt hier aufs Feld gefahren, dementsprechend haben wir eine Spielunterbrechung. Weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, was die Schiedsrichter da entscheiden, weil der Pfiff kam, wenn ich mich nicht täusche, direkt vor der Interception oder direkt auf der Interception. Ich glaube aber, dass sich die Spieler gerade ganz schön fair geeinigt haben. So, zu den nächsten Fragen gehe ich gleich auf jeden Fall ein. Währenddessen geht es hier weiter. Ich weiß gar nicht, wo wir jetzt sind. Auf jeden Fall sind die Neumünsteraner am Ball. Oh, ein Lauf mit der 1. Der sieht gut aus, hat Luft. Wurde dann ausgeschubst, aber ein guter Run. Reicht für einen First Down. Und für mehr. Für 15 Yards ist er gelaufen. Was sagst du zum RTL-Deal für die NFL-Spiele? Also, grundsätzlich ist es ja nun mal ein laufender Wettbewerb und wenn RTL bzw. ProSieben nicht bereit ist, die Summe X zu zahlen, dann ist natürlich klar, dass da ein anderer deutscher Sender kommt. Da wird man natürlich dann ausgestochen, das ist nun mal der Wettbewerb, das ist nun mal so. Richtig gefallen tut mir das vielleicht jetzt nicht. Auf der anderen Seite bietet das vielleicht auch eine neue Chance. Wenn da frischer Wind reinkommt, kann es auch gut sein. Ich glaube letztendlich, es fällt und steht alles ein bisschen mit der Besetzung. Wer da... Dann sehen wir die Nummer 3, der ist ganz schön flink. Finn haben wir gelernt, ist das. Boah, der hat auch wieder Luft ohne Ende. Zieht nochmal nach innen, das ist ein Touchdown und der hat... Unfassbar, was das wieder für ein Run war. Da liegt doch keine Flagge auf dem Platz. Gut, ich bringe nochmal einen Gedanken zu Ende. Alles fällt und steht letztendlich mit der Besetzung. Das heißt, wer ist da als Kommentator? Wer ist da als Experte? Ich denke, das ist schon eine wichtige Sache und ich glaube, dass das sehr wichtig sein wird. Solange das nicht geklärt ist, kann man auch nicht sagen, ob es gut oder schlecht ist. Ich glaube schon, dass RTL da eine Riesennummer draus machen kann und es auch gut machen kann. Aber wir werden sehen, was letztendlich draus wird. Ich bin gespannt, was da passiert. Ne? ProSieben bleibt ja bei... Das war ein Versuch einer Two-Point-Conversion, hat aber nicht ganz gereicht, war ein bisschen kurz. ProSieben bleibt ja natürlich ELF und College Football, das heißt, die bleiben da ja erhalten letztendlich, also auch Coach Izume wahrscheinlich. Das heißt, man muss nicht ganz auf sie verzichten, nur die NFL läuft dann natürlich nicht mehr darüber. Wie gesagt, ich bin da ziemlich neutral. Ich muss dazu sagen, ich habe auch nicht so viel ProSieben Max geguckt. Ich gucke Football oder die NFL generell eigentlich über... Oh, meine Kamera ist aber ganz schön unscharf gerade. Hallo? So, wieder ein bisschen fokussiert. Ich gucke Football eigentlich nur über der Zone. Ich gucke mir ganz gerne immer NFL Red Zone an, sonntagabends. Das ist so mein Programm dann bei Football. Und wenn ich Spiele sehen will, Einzelspiele haben... Ja, muss ich immer gucken, wie ich schaue, aber letztendlich zu 95% gucke ich NFL Red Zone. Dementsprechend tangiert mich das tatsächlich gar nicht. Ist einfach eine gute Werbung für einen Game Pass. Ja, zum Beispiel, viele gehen dann auch zum Game Pass vielleicht. Ich habe mich jetzt für The Zone entschieden, weil ich auch ganz gerne Champions League gucke und so. Deswegen ist das für mich die bessere Möglichkeit gewesen, Red Zone zu gucken. Da bekomme ich dann letztendlich mehr für den Preis, anstatt dann nur Football. So, mal gucken, was der Return jetzt ist. Achso, ich habe hier wieder viel zu viel gesabbelt. Er ist immer noch auf den Beinen. Ich muss das Scoreboard ja nochmal anpassen, das habe ich jetzt im ganzen Gesabbel vergessen. So, der Extrapunkt war nicht gut, dementsprechend sind es 20 Punkte. Jetzt haben wir auch wieder ein Scoreboard für euch. So.
Red Zone ist auch echt einfach geil mit Scott Hansen. Auf jeden Fall, genau. Ich finde, ich feiere es halt auch extrem, weil es einfach, gerade wenn du Sonntag 19 Uhr reinschaust, wenn du halt die meisten Spiele zur selben Zeit stattfinden, logischerweise, ist es halt super geil, weil der kommt ja aus dem Reden ja gar nicht mehr raus und du bist einfach nur unter Action und du kriegst die Action auf jedem Platz mit und das ist schon cool. Also dementsprechend bin ich ein richtiger Fan von der Red Zone mit Scott Hansen. Finde es auch etwas entspannter oder geiler auf Englisch zu schauen als auf Deutsch. Dementsprechend finde ich es schon gar nicht schlecht. Schauspieler gucke ich im Kino. Ja, also ich war ja auch mal Fußballfan, das hat sich aber auch mehr oder weniger ein bisschen erledigt. Ich gucke immer noch ein bisschen Fußball, allerdings wirklich nur Champions League. Das ist so das, was mich so ein bisschen interessiert. Wenn es auch Richtung K.O.-Spiele geht, das juckt mich dann schon ein bisschen. Aber so richtig Bundesliga und so bin ich auch komplett raus. Also das schaue ich mir dann auch nicht an. Dann bin ich lieber für andere Sportarten zu haben, muss ich sagen. Was nicht heißt, dass ich nicht Fußball mag. Aber ich schaue es mir sonst eher gerne. Oh, das ist ein Trickplay. Ein bisschen kurz. Haben sie die, wie gesagt, die Flensburger hier richtig gut einbezogen. Schauen wir uns nochmal an. Genau, nicht vergessen, folgt uns auch gerne auf Instagram. Der Link kam ja gerade reingeflogen. So, da sehen wir es nochmal. Auf die 9. Die 9 wirft ein langes Ding, aber leider ein bisschen zu kurz. Dementsprechend ohne Ertrag. Und schon der 3. und 10. Ich merke schon, heute hatten wir noch gar keine richtige Situation mit 3. und lang, ne, um unseren Parkplatz-Emote zu schicken. Ne? So, wieder ein Pass. Oh, angetäuschter Ball. Jetzt muss er das Brot aber loswerden. Wird er auch los. Oh! Fast eine Interception. Rutscht ihm noch aus der Hand. Ist jetzt sowieso vierter Versuch. Das heißt, sie werden sich wahrscheinlich wieder vom Ball trennen. Allerdings sind wir wieder in der ähnlichen Situation, wo wir eben doch den Fake gesehen haben. Jetzt nochmal ein Fake, weiß ich jetzt nicht, ob sie den raushauen. Jo, es sieht so eine Kampf schon, Watch Fake. Aber nochmal, glaube ich, ist bei dem Spielstand jetzt zu gefährlich, um das zu riskieren. Vor allem nicht zweimal hintereinander. Ne, das kickt er weg. Punt war okay. Hört man hier in der Endzone, bewegt dich schneller. Da war der Returner wohl zu langsam für hier, für die Teamzone der Demons. Was sagen eigentlich die Zuschauerzahlen? 109 Zuschauer sind wir hier gerade, cool. Nice. Gefällt mir. Willkommen an alle nochmal. Wie gesagt, nochmal der Hinweis, falls ihr noch nicht folgt. Ich habe hier den Ziel von 1000 Followern zu erreichen und da fehlten eben noch 29, glaube ich, waren das. Da sind danach noch ein paar Follows reingekommen. Aber falls ihr noch nicht folgt, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr auf den Folgenknopf drücken würdet. Kostet euch keinen Cent, würde mir aber weiterhelfen. Da wieder ein starker Run. Ah, die Breeshit Defense lässt irgendwie ein bisschen nach, habe ich das Gefühl. Die neue Münsteraner, die Demons, haben es da doch schon ganz schön leicht, sich zu bewegen. Oh, vielen Dank fürs Follow. Danke, danke, danke. Und spenden Leute für den guten Zweck, genau. Oh shit, ich sehe gerade, Internet ist kurz weg. Oh, Internet wieder da. Sehr gut. Kurz da dachte ich, das Internet ist weg. Super, vielen Dank für eure Follows. Danke, danke, danke. Machst du das alleine? Du meinst die Streams hier? Die mache ich tatsächlich alleine. Hat aber Glück gehabt, dass sein Spieler sich draufgestürzt hat, dass Finn sich da drauf geballert hat. Sonst wäre das hier, könnte das nochmal ganz bitter enden.
Da hat er ihm aber ganz blöd auf den Ball gehauen. Hat er zu lange gebraucht, das Brot wegzubekommen. Die Streams mache ich alleine, ja genau. Also es ist immer kommt immer darauf an, wo man ist. Zum Beispiel in Ostholstein hatte ich dann ja Unterstützung beim Kommentatorenjob. Da war Erik ja immer dabei, so als Ex-Spieler von den Vikings. Mit denen verstehe ich mich auch ganz gut. Das heißt, da habe ich immer Hilfe beim Kommentieren. Aber grundsätzlich mache ich das schon alleine. Manchmal habe ich auch Hilfe an der Kamera. Es kommt aber immer darauf an, wie die Gegebenheiten vor Ort sind. Ob ich da einen Kameramann brauche oder nicht. In dem Falle habe ich jetzt hier wieder ein starker Run von Finn. Und der ist durch wahrscheinlich. Nee, wird doch zu Boden geholt. Aber starker Run wieder, alter Schwede. Big Play, wieder mal von Finn. Genau, grundsätzlich mache ich die Streams alleine, um den Gedanken zu Ende zu führen. Manchmal habe ich einen Kameramann oder Kamerafrau dabei. Aber grundsätzlich entsteht das hier alles schon in Eigen- und Alleine-Regie, genau. Wie gesagt, aber nächstes Jahr werden die Streams noch ein bisschen größer. Dementsprechend werde ich da mit Unterstützung zurückkommen, da ich da auf jeden Fall ein, zwei Kameramänner brauchen werde oder Kamerafrauen. Und da werden die Streams dann noch ein bisschen umfangreicher. Da werde ich dann eher weniger alleine sein. Das stimmt schon. Also so der Plan. Mal gucken, ob das auch so funktioniert. Aber grundsätzlich ist so der Plan. Genau. Aber ich bin hier heute wieder der Allrounder-Kameramann, Kommentator und Regie im einen. So, 1. und 10. Wieder ein Pass auf die 4. Und der sitzt und das ist ein Touchdown für die Demons. Apropos Touchdown. Dieser kleine flinke Kerl, ja, ist wirklich so. Manchmal auch noch DJ, stimmt. Also bei den Warriors, bei den Heimspielen war ich tatsächlich auch noch der DJ für die Stadionbeschallung. Stimmt, gut, dass du das nochmal betonst. Das habe ich auch gemacht, aber das ist dann echt richtig stressig. Also das werde ich auch nicht nochmal machen. Und ich glaube, ich kriege Regentropfen ab. Ich schwöre, ich habe Regentropfen abgekriegt. Also nur mal als kleine Vorwarnung, falls es wirklich gleich anfangen sollte zu regnen, muss ich hier eine Plane über mein ganzes Setup werfen. Dann werde ich hier weniger bedienen können. Aber ich muss dann natürlich meine Technik schützen, also schauen wir mal. Ich glaube, so ein paar Tropfen bekomme ich hier gerade ab. Ich hoffe, das zieht vorbei. Und wieder sehe ich da eine Verletzung auf dem Platz. Das ist nicht gut. Oh, der hat sich auch wehgetan. Bei dir regnet es gerade volle Kanne. Oh je. Also eigentlich ist der Himmel relativ, also es ist zwar bedeckt, ich kann euch das ja mal zeigen, also hier oben sehen wir eigentlich ganz schön Himmel. Da hinten ist es ein bisschen dunkler. Also es ist hier überall eigentlich noch relativ hell und ich sehe auch keine Regenwolken. Also die hier oben sieht jetzt nur so komisch aus, das ist nur der Schatten. Aber dennoch bekomme ich hier gerade Regentropfen ab. Schauen wir mal. So, ich kann ja schon mal das Scoreboard zumindest anpassen. Ich glaube, das war dann ja ein Touchdown plus Extrapunkt diesmal. Dementsprechend jetzt 27 zu 14. Also die Bereitschieter müssen da auf jeden Fall nochmal jetzt nachlegen. So, und das Touchdown-Bild muss natürlich auch weg. Das ist ja Quatsch. In Hamburg ist schön trocken. Das ist schön, dass es in Hamburg trocken ist. Also hier ist es ja auch noch trocken. Wir gucken mal, was das Ziel sagt. Blende euch das hier mal ein bisschen größer ein. Da ist es. 975 haben wir erreicht. Also ein paar fehlen da ja noch, ne? Also falls ihr noch nicht folgt, ich kann es nur noch mal sagen. Folgt mir doch einfach. So, wieder Zeit für eine Fragerunde. Der Spieler steht auf. Ich glaube, es geht weiter. Ja, er steht wieder. Er muss zwar ein bisschen vom Feld getragen werden, aber er steht wieder. Das ist schon mal ein gutes Zeichen.
Nein, Breed steht, muss nicht nachlegen. Oh, ist noch eine Two-Point, echt? Das habe ich nicht mitbekommen. Dann zauber ich da nochmal einen Punkt mehr hin. Da habe ich nicht mitbekommen. Vielen Dank für die Info. Und es fängt an zu regnen, glaube ich. Okay, ich hole vorsichtshalber schon mal hier eine Plane raus, weil das ist mir dann doch ein bisschen zu gefährlich. Hier steht dann ja doch ein paar tausend Euro Technik und das muss dann jetzt auch nicht sein, dass ich hier vor dem Urlaub hier noch Technik kaputt kriege. Ich lege sie hier zumindest schon mal hin, dass ich sie gleich nur noch rüberziehen muss. Okay, tschüss Wasser. So, also die GoPro ist ja zumindest ein bisschen wassergeschützt. Aber das Ding hier muss ich abbauen, glaube ich. Also es geht hier gleich weiter. Ich muss euch mal kurz hier mit der GoPro begnügen. Da müsst ihr jetzt kurz mit leben. Ich muss mal hier kurz Technik vor Regen schützen. Vor allem mein Gimbal hier, das muss ja nicht sein, dass es dann beim ersten Mal hier schon kaputt geht. So. Ich bin gleich wieder für euch da. Also ich kann dann mit euch quatschen, aber ich kann leider gerade keine Kamera bedienen. Da müsst ihr kurz nachsichtig mit mir sein. Also ein bisschen auf ein paar Sachen aufpassen muss ich hier schon. So, währenddessen habt ihr im entferntesten einen starken Run gesehen. So, der Regenschirm ist auch noch da, falls es gleich wirklich anfängt zu pissen. So. Ich hab's gleich, Jungs, Mädels, ich hab's gleich versprochen. Ich bin gleich soweit. So. Okay. Puh. So, bin wieder da. Da liegt eine Flag auf dem Platz. Ist auf jeden Fall 5 Meter Strafe. Gegen Breed steht. Das ist komisch, also direkt über mir ist blauer Himmel. Ne? Ich weiß jetzt nicht, wo die Regentropfen herkommen. Aber gut. Machen wir weiter. Starker Catch. Reicht. Oh nee, reicht nicht für ein First Down. Sorry, habe ich mich von der einen irre führen lassen. Habt ihr gehört, ja? Sie wünscht sich eine Interception. Okay. Gucken, ob der Wunsch erfüllt wird. Und ein starker Run durch die Mitte. Ja, Raumgewinn von 2-3 Yards. Ist noch nicht so richtig das Gelbe vom Ei hier. Wir haben jetzt dritten Versuch und noch 4 zu gehen. Also langsam wird es kritisch. Langsam wird es kritisch. Herbie sagt, watch the ball, das ist wichtig. Das ist wichtig, traue ich der Breach der Offense auch zu, noch irgendwie im Verlauf des Spiels, dass die versuchen, die Defense dazu verarschen. Wieder ein Run durch die Mitte, oder kommt der Defender gut durch? Ah, ist sehr früh gestoppt, da war die Defense da. Da war die Defense dran. Gucken wir uns nochmal an. So, gucken wir uns das mal an nochmal.
Da war der eine Defender gleich durch. Der war schon am Kontakt dran, konnte ihn so ein bisschen aufhalten. Da hatte er keine Chance als Running Back. Gar keine Chance hatte er da. So, vierter und kurz. Wollen wir mal schauen, was hier passiert. Den spielen sie aus. Der Quarterback bleibt auf dem Platz. So, jetzt wird die Glocke angemessen. Gucken, ob ich sie schnell noch reinballern kann hier. Ne, jetzt zu spät. Guter Pass auf die 10 und er ist gut. Und das ist ein Touchdown. Ganz stark. Touchdown für die Riptides. Die Nummer 10. So, was haben wir da noch? Sitze hier am Spielfeld, ups, ist verrutscht. Sitze hier am Spielfeldrand und finde dich als Kommentator super. Das freut mich sehr. Wenn man drüber nachdenken kann, ich dachte eigentlich, dass die hier einen Stadionsprecher haben, weil sie haben vorhin bei der Tonprüfung, beim Soundcheck quasi, auch ein Mikrofon getestet, mit dem sie hier rumlaufen können. Deswegen wundert mich, dass die gar keinen Stadionsprecher haben. Hätte ich das gewusst, hätte ich mich dann natürlich mit angeboten. Ja, hätte ich hier alle auch im Stadion mit meiner schönen Stimme bescheiden können. Nee, das ist Quatsch. Das wäre nicht gut geworden, glaube ich. Leider keiner da. Ja, genau. Ich muss nun leider auch zur Arbeit. Scheiß Nachtdienst. Viel Spaß noch. Und Leute, viel Spaß im Stream. By the way, war das doch kein Touchdown, sehe ich gerade. Da ist irgendwas passiert. Da habe ich wieder zu viel gesabbelt. Es tut mir leid. Frittenschachtel, vielen, vielen Dank für deinen Support. Wieder mal für deinen geilen Support. Ich wünsche dir trotzdem eine gute Nachtschicht. Halt die Ohren steif und bis zum nächsten Mal. Ja. Kein Touchdown also für die Riptides. Ich habe jetzt nicht mitbekommen, wieder mal, weil ich zu viel gesabbelt habe. Warum? Aber auf jeden Fall kein Touchdown. Das heißt, beim zweiten Versuch haben sie den vierten ausgespielt. Auch haben sie leider nicht geschafft. Dementsprechend wechselt jetzt hier wieder das Angriffsrecht. Und die Demons sind wieder am Ball. Mit einer doch jetzt komfortablen Führung auch. Das heißt, die Defense muss jetzt ein Big Play generieren, damit sie vor der Halbzeit hier vielleicht nochmal rankommen. Weil so viel Spielzeit wird es wahrscheinlich nicht mehr sein. Also gefühlt, denke ich mal jetzt. Das wird ein Run wieder mit Finn und der ist so flink, der Junge. Meine Güte, ist der schnell. Immer noch am Ball. Da kam noch ein Schlag ins Face-Gitter, ins Gesichtsgitter, aber glaube ich auch weniger mit Absicht. So, Timeout, Neumünster. Und währenddessen fängt es jetzt hier wirklich an zu regnen. So, erstmal ein Timeout Neumünster reinknallen. Das ist jetzt scheiße, dass es regnet, das finde ich halt wirklich scheiße. So, jetzt muss ich hier schnell irgendwie einen Regenschutz basteln. Mit Kabelbindern und Plane. Mega gut. Also ich bin jetzt eine Zeit lang gerade nicht am Computer, weil ich gerade eine Plane über meinem Bildschirm habe. Das heißt, ich sehe nicht, was ihr macht. Benehmt euch also. Währenddessen versuche ich hier provisorisch, also richtig provisorisch, einen Regenschutz Toll, ich dachte echt, das bleibt trocken, ey. Bis jetzt habe ich da leider keine. Das ist ja witzig jetzt. So. Also noch sind das nur ein paar Pieseltropfen. Tatsächlich aber trotzdem ein bisschen ärgerlich. Ah.
Gut, ich sehe jetzt trotzdem wenig von meinem Laptop. Oh mein Gott, Alter, was schon wieder für ein Catch. Mal gucken, ob ich schnell noch speichern kann. So, nächstes Timeout. Ach man, das ist doch kacke hier. Nein, bleib hier. So, mit einem kleinen Gewicht hier arbeiten. So, der Laptop kann das ein bisschen ab. So. Jetzt hoffe ich einfach mal. Mal gucken, ob ich das gleich festklebe oder so. Aber ich kümmere mich da gleich in der Halbzeit drum. Also, Timeout jetzt für die Demons. Die wollen natürlich nochmal punkten von der Halbzeit. Wir können uns das Replay nochmal kurz anschauen. Das habe ich vorbereitet, noch geschafft, ein Knöpfchen zu drücken. Wieder ein richtig starker Catch von Finn, falls man ihn sieht, wegen der Plane. Ach shit, man sieht ihn einfach nicht, weil ich mit der Kamera nicht drauf war. Schade. Gut, lässt sich nicht ändern. Ich hoffe einfach, das bleibt jetzt so nieselig, weil ich glaube, das traue ich meinem Laptop schon noch zu. Wenn es aber richtig doll anfängt zu regnen jetzt, dann muss ich leider die Grafiken aussetzen für eine bestimmte Zeit, bis ich wieder an den Laptop kann. Gut, im Worst Case habe ich noch einen Regenschirm gleich, aber naja gut, ich hoffe mal, das regnet jetzt einfach nicht. So doll zumindest. Oh, Tackle war da, sehr gut, sehr wichtig auch. Nur kein Timeout, die bleiben dran. Also no huddle offense jetzt. Toll, jetzt ist mein Gewicht, mein Schlüssel da weggefallen. So, no huddle. Hier ist ein Pass. Aber kein Catch. Konnte er den Ball nicht kontrollieren. So, dritter Versuch. Die Zeit bleibt natürlich stehen bei dem Incomplete Pass. Finn ist einfach eine Maschine. Ja, also der zeigt heute immer wieder richtig, was er kann. Noch ist da gar keiner in die Kabine gekommen. Oder aus der Kabine. Noch haben wir zweites. Stimmt, ich bin in der falschen Kamera. Warum sagt ihr denn nichts? Entschuldigt. Mein Fehler. Wieder ein Pass. Da steht er frei. Touchdown. Für Neumünster. Keine Flaggen. Ich musste mich noch kurz vergewissern, ob ich Flaggen sehe. Aber keine Flaggen. Somit Touchdown für Neumünster. Und während sich die Jungs aufstellen, gucken wir uns die Wiederholung an. Oh, achten wir mal auf Finn. Ich glaube, Finn hat den Ball gefangen. Ja, der war ziemlich frei. Der hat seinen Gegenspieler direkt stehen lassen nach dem Snap. Dementsprechend einfacher Touchdown. So, Two-Point war nix. Also, 6 Punkte dazu. Und schon führen die Neumünsteraner ziemlich eindeutig. Hat sich am Anfang des Spiels jetzt noch nicht so richtig abgezeichnet. Aber jetzt langsam nimmt das einen Lauf. Also viel Zeit auf der Uhr dürfte jetzt auf jeden Fall nicht mehr sein. Also ich muss sagen, Breitschild hat hier sehr stark angefangen. Ist jetzt ein bisschen eingebrochen, aber schon vor der Verletzung. Oder ja, wobei die Verletzung kam ja doch relativ früh. Ich weiß jetzt nicht, ob die Verletzung da ein Faktor sein kann. Auf jeden Fall haben die Breschäder jetzt so ein bisschen auch ihren Rhythmus verloren. Die letzten Offense-Drives waren eher nicht so von Erfolg geprägt.
Ja, und Neumünster hat das natürlich ganz klar ausgenutzt und sind in der Offense einfach sehr gut gewesen jetzt. Oh, und der Ball. Jetzt muss er aber richtig einen Zahn zulegen. Läuft immer noch. Oh, immer noch. Eieiei, was? Ich glaube, da flogen einige Flaggen. Aber was ein Return, ey. Dafür, dass der eigentlich schon tot war. Dass der Return tut. Aber natürlich, jetzt ist die Frage bei einem Return. Ihr wisst, wenn bei einem Return Flaggen fliegen, es ist eigentlich so 90% immer gegen das Team, das returnt. Dementsprechend habe ich das Gefühl, da wird einiges. Ja, Block in the Back sehe ich schon mal. Das sind aber zwei Flaggen. Weiß jetzt nicht, ob das zwei unterschiedliche Flaggen waren oder ob die Schiedsrichter da beides gesehen haben. Aber es geht auf jeden Fall, ja genau, in die Richtung der Riptides. Das heißt, so wie ich gesehen habe, Block in the Back, das bei einem Return halt sehr oft vorkommt. Somit geht es leider für den guten Return wieder zurück. Und das auch nicht gerade wenig. Aber dafür, dass der Return echt richtig schlecht anfing, hat er ja trotzdem noch richtig was rausgeholt. Dementsprechend trotzdem guter Return mit der Strafe, trotz der Strafe. Hat Breschet jetzt also noch genug Zeit, hier Punkte zu machen. Timeouts haben sie halt auch noch. Oh, Kette hat noch Probleme. Gibt es hier unten Probleme in der Chain Crew? Da wird da rumgefummelt. Ich glaube, da brauchen wir kurz erste Hilfe für die Kette auf jeden Fall. Da fehlt wohl irgendein Ersatzteil. Jetzt fängt es aber doch echt doll an zu regnen. Ärgerlich. Das bedeutet, jetzt muss ich hier leider schon wieder. Fuck. Jetzt geht's los mit dem Regen. So, jetzt habe ich leider gar keinen Zugriff mehr auf meinen Computer. Das ist jetzt die Kehrseite der Medaille. Aber da müssen wir jetzt einmal durch. Weil es jetzt wirklich anfängt zu regnen. So, drittes Quarter. So, jetzt muss ich nochmal ganz kurz hier den Regenschutz wieder abmachen, weil sonst sehe ich nichts. Tut mir leid, dass es hier gerade ein bisschen kacke ist, aber ist halt so. Sehe ich nämlich nicht, wo ich hinfilme. So, also, ich bin wieder da. Es läuft wieder alles. Der Regen ist vorerst weg. Ach nee, der Regen ist tatsächlich jetzt erstmal weg. Das war wohl nur ein kleiner Schauer. Oh, das ist aber eine PI wahrscheinlich. Jo, da fliegt eine Flag. Jetzt muss ich nochmal ganz kurz gucken, ob hier auch alles richtig eingestellt ist. So, das Mikrofon mache ich leiser. Mich hört man, glaube ich, ganz gut. Das wollte ich nicht. So. Also, willkommen zurück. Ich weiß jetzt nicht genau, was hier alles passiert ist. Es war hinten auf jeden Fall eine PI. Wird eine Strafe sein gegen die Defense, höchstwahrscheinlich. So, viel im Chat habe ich jetzt nicht verpasst. Am besten jetzt gleich einen Touchdown, dann ist der Drops gelutscht. Ja, mal gucken. Regnet es jetzt? Das hatte ich eben beantwortet. Bisschen Nieselregen, genau. Also, wir hatten hier eben ein bisschen Nieselregen, aber schon so weit, so viel, dass ich ein bisschen Angst um die Technik hatte. Deswegen musste ich hier schnell irgendwelche Planen rüberschmeißen. Dementsprechend konnte ich nicht mehr viel bedienen. Aber jetzt scheint vorerst die Regengefahr gebannt zu sein, auf jeden Fall. Und dementsprechend kann ich jetzt auch wieder ganz normal den Stream bedienen. Bin also wieder ganz normal für euch da.
Wobei ich da hinten gerade Gewitter höre. Das ist natürlich auch richtig uncool. Ich hoffe, dass das Gewitter nicht zu uns kommt. Ich weiß nicht, ob ihr das Gewitter auch gehört habt, aber weit entfernt gewittert ist. Wäre für mich jetzt natürlich sehr ungünstig, weil ich hier in der Höhe schwebe. Und bei Gewitter wird das Spiel sowieso abgebrochen. Also Gewitter wäre jetzt hier echt scheiße, deswegen hoffen wir einfach mal, dass das Gewitter vorbeizieht und nicht zu uns kommt. Das wäre schon ganz geil. So, Run wieder mit der Nummer 1. Oh, die Flag ist noch da, die Flag, weg, so. Stimmt, die Timeouts sind nicht korrekt. Ja, genau, danke dafür. Das werde ich kurz anpassen, sehr schön. Frau Ziller, die Wetterfee. Ja, das Gewitter war auch eher da hinten. Und wenn der Wind von da kommt, dürfte es eigentlich nicht zu uns kommen. Aber theoretisch, oh, wir haben eine Verletzungspause. Rein theoretisch hat der Wetterbericht ja schon gesagt, es soll ja auch noch gewittern. Deswegen, ich bin noch skeptisch tatsächlich. Ich bin sehr skeptisch. Währenddessen liegt leider wieder ein Spieler von den Riptides am Boden. Ja. So, drittes Quarter gerade erst angefangen und schon liegt wieder einer. Aber er steht wieder. Ja, er streckt sich ein bisschen. Und kann dementsprechend auch weitermachen. Sehr gut. So, wieder ein Run. Ja, war ein Run durch die Mitte. Sind jetzt noch ja, für 5 Yards ist er ungefähr gekommen. Ton ist teilweise weg. Kann sein, dass ich vielleicht auch gar nichts sage. Aber eigentlich dürfte der Ton nicht weg sein. Aber ich habe auch gerade nicht viel geredet. Also kann vielleicht sein, dass deswegen nichts kam. Was wollte ich sagen? Genau, erster Versuch war relativ erfolgreich. 5 Yards ist er gelaufen mit dem Run. Das heißt, wir sind jetzt bei 2 down und 5. Das wird ein Pass. Und der ist gut auf die 24 und das ist ein Touchdown für die Demons. Oder? Keine Flagge. Touchdown. Ganz unspektakulär Touchdown. Oder dein Internet ist nicht so doll. Das kann sein. Aber eigentlich sehe ich ja zumindest hier in meinem Laptop keine Probleme mit dem Ton. Müsstet ihr mir nur sagen, falls ihr Probleme habt. Kann aber sein, dass mein Internet hier gerade schwankend ist und deswegen das scheiße ist. Normalerweise würde ich jetzt in Chabot sein. Das Spiel ist aber abgesagt bzw. verschoben. Ja, das ist abgesagt worden, das stimmt. Glaube aber auch nicht, dass es da einen Nachholtermin geben wird. Also nur mein persönliches Empfinden. So, extra Punkt sehen wir. Boah, das war aber auch knapp, fast geblockt. Aber der ist gut, der ist drin. Dementsprechend 7 weitere Punkte auf das Scoreboard. Oh, das war falsch. Speichern. Und damit ist das Ding durch. Breed steht gebrochen. Würde ich jetzt tatsächlich noch nicht so früh sagen. Aber dennoch ist das natürlich schon ein Spielstand, der nicht so einfach aufzuholen ist. Ich meine, 14:41 ist schon eine Hausnummer. Aber abschreiben würde ich die Riptides nicht. Wie gesagt, man darf nicht vergessen, das ist ja auch immer ein wichtiger Aspekt. Es ist zwar jetzt nicht warm,
Aber man darf nicht vergessen, die Neumünsteraner sind im Kader sehr, sehr wenig heute. Das könnte gegen Ende des Spiels noch ein Faktor werden. Weil da sind die Brechstädter im Kader doch ein bisschen breiter aufgestellt. Aber das sind alles nur Hirngespinste. Wer weiß, wie das hier wirklich endet. Aber ich würde sie so schnell noch nicht abschreiben. Da vorne sehe ich übrigens die 47. Das war tatsächlich auch meine letzte aktive Nummer. Ich habe ja auch bei den Neumünster Demons gespielt. Vor nicht allzu vielen Jahren. Und da hatte ich auch die 47. Oh, schöner Tackle. Ist mir gerade eingefallen, als ich ihn da in der Line stehen sehen habe. Nur ein kleiner Funfact am Ende. Nebenbei meine ich. So, gucken wir noch mal kurz hier in die Statistik. So, 22 Follower brauchen wir noch, also helft mir, mein Ziel zu erfüllen, ja, falls ihr noch nicht folgt, folgt mir doch einfach mal. Falls euch der Content gefällt, wäre ich euch sehr dankbar, wenn ihr ein Follow da lassen würdet. Ah, schönen Forward Progress, also richtig, richtig vorangepowert noch mit dem Run. Und natürlich nicht zu verachten, auf YouTube findet ihr dementsprechend auch noch ein paar Videos, zum Beispiel das Spiel als Real Life, als VOD quasi, falls ihr die Szene nochmal nachgucken wollt, seht ihr dann quasi auf YouTube. Also folgt mir auch ganz gerne dort. Was? Die 47 wurde nicht gesperrt? Nee, also so überragend war ich dann doch auch nicht mehr. Also das war ja weit weg von meiner Prime. Also was heißt Prime? Also das klingt jetzt so, als wäre ich mal richtig gut gewesen. Also ich war gut, ja. Ich war jetzt nicht untalentiert, aber ich habe jetzt auch nie hoch gespielt. Also war mir auch ehrlich gesagt nie wichtig. Außerdem hatte ich immer keinen Bock, weit zu fahren. Deswegen habe ich mir immer die Vereine gesucht, die nahe an meinem Wohnort lagen. Und dementsprechend der letzte Spielort war Neumünster. Das ist von Kaltenkirchen aus immer richtig gut zu fahren gewesen. Ja, und nee, aber die wurde dementsprechend natürlich immer noch weiter vergeben. Muss ich vielleicht noch mit Herbie nochmal ein ernstes Wort sprechen. Also das geht natürlich nicht. Also ja, Frau Zöller, gönnen würde ich das Brettspiel auf jeden Fall auch. Also so aus neutraler Brille würde ich das Brettspiel natürlich auch gönnen. Einfach nur, weil sie ja dieses Jahr noch kein einziges Spiel gewonnen haben. Das wäre dann auf jeden Fall ein schönes Season-Ending. Ah, schlechter Pass, schade. Da hatte er Luft. Er hat ihn leider im Rücken geworfen. Aber für einen Sieg der Riptide sieht es tatsächlich einfach gerade auch nicht aus. Das ist jetzt der zweite Versuch und 10 müssten das sein. Sind aber zumindest schon mal auf der Hälfte der Demons. Also nicht mehr so weit theoretisch. Aber also es muss halt jetzt ein Punkt her. Ne? Also wenn Breschid jetzt wieder nicht punktet, dann wird das richtig bitter und richtig eng auch. Wenn Breschid punktet, ist natürlich ja trotzdem nicht alles gewonnen. Das heißt, dann muss die Defense auch nochmal zeigen, was sie kann. Das ja auch nicht nur einmal. Also das hängt hier von sehr vielen Faktoren ab. Aber jetzt punkten wäre auf jeden Fall schon mal ein Faktor, der wichtig wäre. Dementsprechend sehen wir hier einen Run. Oh, da fliegt auch eine Flagge rein. Da fliegt nochmal eine Flagge rein. Die kam relativ spät aus dem Backfield der Defense irgendwie. Ah. Auf jeden Fall eine Strafe gegen Neumünster. Was genau die Strafe war? Face Mask? Nee. Weiß jetzt nicht genau, was die Strafe war, aber auf jeden Fall eine Strafe gegen Neumünster. Das hilft natürlich Brechstedt jetzt in dem Sinne. Schauen wir mal. Oh, es waren schon ein paar Yard-Strafe, also vielleicht Face Mask? Ich weiß es nicht. Hab jetzt nicht auf den Schiedsrichter geachtet, was er da angezeigt hat Richtung Brechstedter Bank. Aber dennoch sind die Brechstedter jetzt erstmal in einer guten Position, um zu punkten auf jeden Fall. Also es geht in die richtige Richtung. Ja, war ein guter erster Run für 3 Yards ungefähr.
Also für den ersten Versuch nicht schlecht. Man darf natürlich nicht vergessen, jetzt ein Touchdown mit extra Punkten, das sind halt immer noch 20 Punkte Unterschied. Ne? Also das ist schon auch noch ein, ja, sind drei Scores Unterschied, theoretisch. Also das ist auch nicht eben mal so gemacht. Da muss also schon vieles stimmen und passen, damit das gut geht. Aber im Football einfach auch nicht unmöglich. Oh, da hat er sich festgebissen. Das rein kein Raumgewinn in dem Spielzug. Kein Raumgewinn. Klare Fehlentscheidung. So, jetzt fällt mir gerade ein, nehme ich das Spiel überhaupt noch auf? Nee, ne? Das siehst du. Zum Glück ist hier noch nicht so viel passiert. Also Pläne für nächstes Jahr übrigens, das fällt mir gerade ein. Ich habe mir auch vorgenommen, den Touchdown der Woche quasi von euch wählen zu lassen, dass ich das nicht selber entscheide. Oh, das habt ihr nicht, aber drauf reingefallen. Oh, aber leider kein Touchdown. Ah, bin ich drauf reingefallen eben. Nächstes Jahr ist auf jeden Fall geplant, dass die Touchdown der Woche oder auch das Play der Woche oder wie man auch es immer nennen möchte, dass das zukünftig in der nächsten Season quasi von euch Zuschauern bzw. von den Followern entschieden wird. Also das ist auch eine Änderung, die ich für nächstes Jahr mir auf jeden Fall vorgenommen habe. So, da kommt die Glocke jetzt im richtigen Zeitpunkt. Sehr gut. Deadlock. Sehr, sehr gut. Es ist sogar schon der vierte Versuch, gar nicht der dritte. Aber sie spielen ihn aus. Dementsprechend passen die Glocken natürlich immer noch wie Faust aufs Auge. Wichtiges Down. Ist ein Pass. Aber der ist zu weit, der ist nicht gut. Schade. Das ist natürlich für Neumünster jetzt ziemlich gut. Für Bredstedt ziemlich schlecht. Ich würde mal behaupten, jetzt ein Defense Big Play wäre wichtig. Also wäre sehr wichtig. So, wenn das nicht kommt, dann, ja Leute, dann sehe ich da die Chancen auch echt sehr gering. Aber im Football solltest du kein Team abschreiben, keine Frage, das stimmt schon. Aber es wird halt nicht leichter. Es wird halt einfach nicht leichter. Ja, die Violine, genau. Mir fällt dazu noch ein. Du kannst das hier nur verkraften, wenn du süßt. Genau, und dazu, wo ist eigentlich meine Cola? Ach da, ich habe leider kein anderes Kaltgetränk hier, wo das zu passen könnte, aber eine Cola. So, Neumünster Offense wieder am Start. Boah, da wichtiges Tackle. Ganz starkes Tackle for Loss. Da habe ich auch das Gefühl gehabt, dass er die Ballübergabe sogar fast schon abgefangen hat. Also den Pitch hat er ja fast schon abgefangen. Da war er also richtig schnell durch, der Junge. Gucken wir uns nochmal in der Wiederholung an. Müsste der rechte End gewesen sein. Ne, das war der Outside Linebacker, der geblitzt ist. Also ganz stark. Ganz, ganz stark. Schieß Udo der Liga, O-Ton, Defense Coach Bredstedt steht. Okay. So, das war ein ordentlicher Tackle for Loss, sehe ich gerade. Das waren ja mindestens 10 Yards, die sie da verloren haben. Also ganz wichtiges Play schon mal für die Defense. Jetzt müssen sie nur aufpassen. Das ist wieder ein Run durch die Mitte. Da gab es aber richtig auf den Kopf. Und die kriegen den nicht zu Boden. Kriegen den nicht zu Boden. Gucken wir uns nochmal an. Aber da gab es richtig schönen Kontakt auf den Kopf. Also ob das so schön war, weiß ich nicht. Aber als Footballer ist es halt geil. Da gab es schön auf den Kopf. Ey, und der wie ein Zug, wie eine Lokomotive geht er trotzdem weiter. Also ganz stark. Sind wir ja schon wieder bei 3. und 8. Dementsprechend... Mach ich die Glocke jetzt? Da liegt ein zweiter Ball auf dem Platz. Da war jemand nicht aufgepasst.
So, jetzt ganz wichtig, dass die Defense der Breschäler das packt. Ganz, ganz wichtig. Alter, schon wieder ein One-Hander, das gibt es nicht. Dieser Finn ist verdammt stark. Oh, da fliegen jetzt noch ein paar Flaggen hinterher. Jetzt nicht drauf geachtet, was da passiert ist. Aber was... Ey, da schon wieder für ein Catch war. Junge, Junge, Junge. Wie er die Dinger da mit einer Hand runterfischt, das ist ja unfassbar. So, warum die Flaggen jetzt geflogen sind, habe ich jetzt in der Wiederholung auch noch nicht feststellen können. Ist auf jeden Fall eine Strafe gegen Breitstedt gewesen, offensichtlich. Weil es jetzt in die Richtung geht. Also ein ganz, ganz ekliges Play. Nicht nur, dass der Catch sehr viel Raumgewinn gebracht hat, sondern man gibt hier jetzt also auch noch ein paar Strafyards obendrauf. Und schon sind wir hier auf der 48 der Breitstedter Seite. Und ja, es wird einfach auch nicht leichter, Leute. Es wird einfach nicht leichter. Tackle gemacht, war ein Raumgewinn von ungefähr 3 Yards. Ja, aber die Defense muss jetzt trotzdem mehr liefern. Ja, persönliches Foul. Ja, ich habe auch gedacht, beim Aufstehen hat wohl jemand noch was verteilt, aber in der Wiederholung konnte ich da jetzt nichts ausmachen. 33 von Breen steht, okay, habe ich jetzt nicht gesehen. Ja, der läuft nicht so sahnig für die Riptides tatsächlich. Wie gesagt, angefangen haben sie, finde ich, richtig stark. Die Connection mit den Receivern und den Quarterbacks, der Quarterback und die Receiver hat richtig gepasst, gestimmt. Aber es wurde langsam, wurde immer weniger und immer schlechter leider auch. Und ja, jetzt sind wir in der Situation, wo wir jetzt sind. Oh, ein Fumble. Ja, da kam der Snap nicht so gut. Sondern nicht, ob der Snap schlecht war oder ob er den Ball einfach bei der Butterfinger hatte. Schauen wir mal. Der Snap kommt. Irgendwann. Oh nö, da hat er einfach nicht aufgepasst. Der Snap war eigentlich ganz gut. Der kam direkt in die Hände, aber da hat er wohl geträumt. So, Motion, Finn geht in Motion, den Namen haben wir jetzt gemerkt. Ja, sollte auch ein Run über Finn werden. Und die Defense stoppt tatsächlich die Demons. Das war jetzt der vierte, oder ist jetzt der vierte Versuch. Die Demons entscheiden sich für den Punt. Macht auch durchaus Sinn bei der Führung, die müssen hier nicht für den vierten gehen tatsächlich. Haben aber auf der anderen Seite auch nichts zu verlieren, also man könnte auch den vierten ausspielen tatsächlich. Die Defense sollte jetzt auf jeden Fall auf den Ball achten. Wir haben Quarter. So, schon das vierte Quarter. Das geht jetzt ja doch flinker, als ich dachte hier. Aber das liegt, ist ja immer so. Die zweite Halbzeit geht immer so schnell vorbei. Aber trotzdem gut erstmal für die Riptides, dass sie die Offense gestoppt haben. Definitiv. Jetzt muss natürlich nur noch die Offense ins Spiel kommen, wobei ein Quarter und so viele Punkte aufholen, das ist schon... Okay, währenddessen verzählen sich die Demons hier anscheinend. Ich glaube, es gibt ein Timeout. Okay, die Spieler scheinen alle ein bisschen verwirrt zu sein, aber ich glaube, es ist ein Timeout.
gib wieder Bier. Stimmt, eben gab es irgendwie, oh Gott, eben gab es kurzzeitig in der Halbzeit kein Bier. Das war natürlich eine Hiobsbotschaft für die meisten von hier. Aber es, wo ist mein Mikro da? Aber es gibt wieder Bier. Gut, danke für die Info. Also Bier fassen, Leute, Bier fassen. ja, also, wie gesagt, es ist für viertes Quarter natürlich sehr viele Punkte aufzuholen. Also ich glaube, ich lege mich mal fest, viel mehr als Kosmetik ist tatsächlich nicht mehr möglich. Ich glaube nicht, dass die Riptides hier tatsächlich noch eine Riesenchance haben, das Spiel zu gewinnen. Ohne sie jetzt komplett abschreiben zu wollen, aber es ist halt echt verdammt schwer. Und bisher macht die Offense mir gerade nicht den Eindruck, als würden sie es noch schaffen, hier Punkte zu machen. So, jetzt mal wieder einen guten Return, das wäre wichtig. Das sieht verdammt gut aus erstmal. Ja, da läuft er in den Kontakt direkt rein, aber es war ein guter Return, würde ich behaupten. Es lag aber eine Flag auf dem Platz anscheinend. Oder hat er die nur aus Spaß in der Hand? Ne, keine Flagge. Ne, keine Flagge, alles klar. Oh, gefährlich. Okay, das war ein wildes Play. Wir haben gesehen, auf jeden Fall, die Breedschieder haben den Quarterback getauscht. Ich weiß nicht, ob das schon die ganze Zeit so war, aber es ist auf jeden Fall jetzt die Nummer 9 auf dem Platz als Quarterback. Also jetzt ein neuerer Spieler von Flensburg. Wir sehen ganz schön viele Flensburg-Helme auf dem Platz, wie ihr seht. Also hier 1, 2, 3, da oben 4. Also 4 Leute aus Flensburg jetzt auf dem Platz. Und einer sogar als QB, die Nummer 9. Schauen wir mal, was es wird. Wieder ein Pass. Diesmal, ah, das ist... Den konnte er nicht festhalten, leider. Oh, da gibt's was. Jelena... Verlängert ihren Sub, ist schon im zweiten Monat. Vielen, vielen Dank für deinen Twitch Amazon Prime Sub. Vielen, vielen Dank. Und da kommt die Glocke hinterher. Ja, Third Down, genau. Schade, wir haben heute noch gar nicht so richtig Gelegenheit gehabt, diesen dritten und Parkplatz-Emote zu nutzen. Das ist echt schade. Das ist so eigentlich mein Lieblings-Emote. Aber vielleicht kommen wir noch in die Gelegenheit. Aber wie gesagt, dritter Down jetzt. Ich weiß jetzt nicht, was mit dem Quarterback der... Oh, Fumble, Fumble, gefährlich. Jetzt läuft er selber. Eieiei, was ist da denn passiert? Ich glaube, da sind zwei Neumünsteraner Spieler aufeinander geprallt. Würde ich mir gerne nochmal angucken, ohne dass es hoffentlich jetzt zu schlimm war. Aber jetzt stehen beide auch wieder, also alles gut. Also da war ein Fumble erstmal ausschlaggebend. Und dann müssen wir mal gucken, irgendwie sind da zwei Defense-Spieler, glaube ich, aneinander gelaufen. Oh, nee, da gab es von der 69 ein ganz... Ja, gemein. Ich würde fast schon behaupten, Blindside. Ich glaube nicht, dass das so regelkonform war. Aber das ist ein anderes Thema. Das ist jetzt nicht meine Entscheidungsgewalt. So, vierter Versuch. Breedschied spielt ihn natürlich aus. Wieder derselbe Spielzug. Also wieder das... Hat nicht gereicht für ein First Down. Hat nicht gereicht für den First Down leider. War zu kurz, aber es liegt eine Flagge auf dem Platz. Ja, ich würde auch behaupten, dass das ein Blindside war. Also richtig in Ordnung war der auf jeden Fall nicht. Gucken wir nochmal an. Es gab auf jeden Fall eine Flagge. Mal gucken. Scheint eine Strafe gegen Breedschieder zu sein. Ja, Strafe gegen Breedschieder abgelehnt natürlich, weil Turnover on Down. Das heißt,
Die Demons wieder im Ballbesitz. Und ja, es wird halt nicht leichter. Schade. Das stimmt leider, liegt an der Nummer, dass es verboten ist, oder? Ist die 69 auch verboten, oder? So, jetzt wieder die Defense der Riptides auf den Platz. Ja, also... es ist schade, das ist schade. Also, es hat so gut angefangen, tatsächlich. Sehr, sehr gut angefangen, spannend angefangen. Aber leider... ist da jetzt der Wurm drin? Ein Run mit der 47. Interessant. Natürlich, Neumünster will jetzt natürlich viel laufen, das ist klar, damit die Zeit runterläuft. Man soll das ja, man will das ja auch nicht viel länger in die Länge ziehen. Man hatte eine lange Verletzungspause, man will ja auch irgendwann nach Hause. Also dementsprechend werden wir wahrscheinlich, lege ich mich jetzt mal weit aus dem Fenster, viele Runs sehen aus Neumünster Seite. Aber schauen wir mal. So, wieder die 1. Boah, da hat wieder seinen Kopf gut reingehalten. Hat er Bock drauf gehabt anscheinend. Aber da liegt leider wieder ein Spieler am Boden. Euer Rookie Running Back. Also das ist aber kein richtiger Running Back, oder? Ich meine, er hat schon als vieles gespielt. Aber ist da kein etatmäßiger Running Back. Das sieht ja eher aus wie ein Heavy, Heavy, Heavy Fullback, ja. Also gut, auch ein Running Back, klar. Aber ist jetzt, sieht er jetzt eher jemand aus wie jemand, der vor... wie jemand, der vorblockt, anstatt selber zu laufen, tatsächlich. warum ich die Kamera wegdrehe? Da, bei Verletzungen drehe ich grundsätzlich die Kamera weg. Einfach nur aus Schutz auch der verletzten Person. Einfach nur aus Respekt filmt man einfach Verletzungen auch nicht ab. Wir sind ja hier nicht im Fernsehen, wo denn hier noch... Verletzungen im Detail im Replay gezeigt werden. Also das mache ich nicht. Werdet ihr hier auf dem Kanal nie sehen. Einfach auch nur, um auch den verletzten Spieler zu schützen, dass man nicht unbedingt sieht, wie er am Boden leidet und so weiter und so fort. Also das hat sehr viel mit Respekt zu tun, finde ich. Dementsprechend wird das nicht gezeigt. Deswegen drehe ich meistens auch immer die Kamera weg. Und Rookie. Ja, okay. Ah, euer Fullback ist das. Ja, okay. Das passt. Also ein ordentlicher Knaller auf jeden Fall. So, erster Versuch wieder. Es gab eben eine Strafe gegen Neumünster. Dementsprechend 1. und 15. Ah, der Pass war nicht gut. Oh, jetzt flogen da schon wieder Flaggen. Holding? Nee. Roughing the passer. Alles klar, ich musste erstmal hier deuten, was der Schiedsrichter mir zeigt. Wohl roughing the passer, dementsprechend Strafe gegen die Defense. Das spielt natürlich Neumünster in die Karten ohne Ende. Fliegt der schon wieder? Noch eine Flagge, ganz schön spät. Offplay, was hat er da jetzt noch gesehen? Okay, man kann, weiß jetzt nicht, was der Schiedsrichter da jetzt noch gehört oder gesehen hat. Okay, keine Ahnung. Weiß jetzt nicht genau, was die Bedeutung vom Schiedsrichter bedeutet hat. Dieses Titanic Arme auseinanderstrecken. Keine Ahnung, was das bedeutet. Personal Foul oder so. So regelfest bin ich da jetzt auch noch nicht. Oder was heißt noch nicht, aber so Schiedsrichterzeichenmäßig bin ich nicht up to date. Auf jeden Fall nochmal eine saftige Strafe obendrauf offensichtlich. Und schon sind wir auf der 10-Yard-Linie oder auf der 9-Yard-Linie.
Und die Demons sind dementsprechend hier schon wieder richtig in der Red Zone drin und können hier noch mehr Punkte machen. Oh, Finn kriegt den Ball. Leider in den toten Winkel meines Laptops. Aber kein großer Raumgewinn, glaube ich. Sogar gar kein Raumgewinn. Also da die Flagge von dem Referee auch nach dem Play flog, also komplett ohne Körperkontakte, sondern die Teams waren ja eigentlich im Huddle, kann es sein, dass das vielleicht irgendwas Unsportliches war? Das kann schon sein. Da liegt schon wieder eine Flagge auf dem Platz. Also irgendwie scheint die Breche da jetzt auch ein bisschen von der Rolle zu sein. Wurde jemand vom Platz gestellt oder so? Keine Ahnung, bin ich raus. Also das habe ich erst überhaupt nicht mitbekommen. Das ist aber auch eine Maschine, ey. Eine richtige Lokomotive da, die 47. Grüße aus Bredstedt von den Nordbaden Dukes. Also du grüßt aus Bredstedt von den Nordbaden Dukes. Ja, Grüße zurück oder auch an, ja, an die Dukes. Willkommen im Stream und so weiter und so fort. So, zweiter Versuch und maximal 2 Yards zu gehen. Das schreit ja schon fast nach einem Run wieder. Wir haben wieder ein dickes Backfield. Also, sorry für das Wort, das meine ich nicht so, aber wieder ein starkes Backfield. Die 47 kriegt wieder den Ball. Ich glaube, den wollen sie jetzt langsam zum Touchdown pushen. Aber auch das war ein bisschen zu knapp. Das hat nicht gereicht. War knapp. Dritter Versuch. Ich denke, das werden sie jetzt so lange probieren, bis er seinen Touchdown hat. Gehe ich jetzt mal stark von aus. Beziehungsweise jetzt könnten sie eigentlich auch antäuschen und einen Pass werfen, eventuell. Es ist auf jeden Fall jetzt nur noch ein Yard, wenn überhaupt. Also theoretisch könnte man jetzt auch wieder den Stecker machen. So, die 47 stellt sich da jetzt als Receiver auf. Das finde ich auch spannend. Das habe ich eben schon mal beobachtet. Das ist sehr interessant. Das wird wieder ein Run. Aber auch der ist nicht gestoppt. Ich wollte gerade sagen, der ist gestoppt. Das ist ein Touchdown für die Demons. Also kein Touchdown durch die 47. Hier haben sie sich jetzt doch umentschieden. Und eigentlich hatten sie ihn schon gestoppt. Also theoretisch hatten sie ihn gestoppt. Aber da hat er sich nochmal losgeeist. Schauen wir uns das nochmal hier an. Hier war ja eigentlich im Tackle drin. Aber er kann sich befreien und läuft dann die paar Meter in die Endzone. Also guter Touchdown. So, jetzt kommt noch der extra Punkt. Nee, der Snap war schlecht. Ah, schmeißen sie sich nochmal alle drauf. Kein extra Punkt. Dementsprechend, ich sag mal, nur 6 Punkte obendrauf, sind wir aber trotzdem bei 47. Da sind wir wieder bei der magischen Zahl, 47. Also es wäre sein Touchdown gewesen eigentlich. So, währenddessen wechsle ich mal kurz meine Speicherkarten. Nee, das schaffen sie nicht mehr. Nee, also ich jetzt... Spätestens jetzt ist der Drop sehr richtig gelutscht. Ich meine, wir hatten jetzt viele Runs, das heißt viel Zeit von der Uhr genommen letztendlich. Und ich meine, er steht, außerdem den Score kann ich euch natürlich einblenden jetzt, es steht 14-47, also das ist schon, ja, ich würde mal sagen, nicht aufzuholen in der kurzen Zeit. Aber ich glaube auch, wenn die Breschäder heute
noch ein Viertel mehr hätten, glaube ich, wäre es auch nichts. Wenn sie aber so spielen würden wie im ersten Quarter, würde ich sagen, ja, das könnten sie schaffen, weil da lief ja echt alles. Da war die Connection mit den Receivern auf jeden Fall da, zwischen Quarterback und Receiver. Also da lief das Spiel ja in der Offense richtig gut. Aber jetzt geht leider nicht mehr so viel, leider. So, Ball hinten raus, kein Return. Ja. Ja, Punkte wären natürlich auch schön. Nochmal oben drauf. Aber es ist dann halt auch nur noch Ergebniskosmetik. Ja, also so richtig viel bringt es dann letztendlich halt auch nicht mehr, leider. Weiß jetzt auch nicht, ob sich so ein 21:47 besser liest als ein 14:47. Also vielleicht ein bisschen. Aber ich glaube, so richtig fett macht es den Kohl halt jetzt auch nicht mehr, ne? Das ist natürlich aber auch wichtig für die Demons. Die haben ja ein ziemlich ausgeglichenes Punkteverhältnis. Ja, dass sie halt jetzt nochmal Punkte aufs Scoreboard zaubern, ist natürlich für die Demons ziemlich gut. Gerade wenn es noch um den Kampf des dritten Platzes geht, ist das natürlich sehr wichtig. Aber inzwischen haben wir auch wieder die 8 auf dem Feld. Und das ist eine Interception. Das brauchst du denn halt auch nicht. Dann läuft es halt wirklich gar nicht. Au. Schade. Also wirklich schade. Gucken wir uns nochmal an. Gucken wir uns nochmal das Replay an, kurz. Da wollte er links rauswerfen. Macht er auch. War ein bisschen zu kurz und der Receiver hat nicht reagiert und der Defender hat richtig gut reagiert. Der ist dem Ball entgegengekommen, so wie es denn sein soll. Und schon hatte er den Ball, seine Interception, sehr gut. Die Riptides sind Tabellenletzter. Das ist ja auch noch die einzige Mannschaft ohne Sieg in dieser Saison. Also deswegen wäre es ja umso schöner gewesen, wenn die Riptides heute einen Sieg eingefahren hätten, um sich wirklich auch mal zu belohnen, weil sie einfach auch nicht schlecht gespielt haben in der Saison. War meistens natürlich auch aufgrund schlechter Leistung, keine Frage, aber es war halt auch manchmal sehr viel Pech dabei. Also dementsprechend hätte ich den Riptides heute auch einen Sieg gegönnt, auf jeden Fall. Aber es soll einfach nicht sein. Und dann beendest du halt eine Saison auch ohne Sieg. Das ist schon echt auch Kacke. Also fürs Team ist das auch echt unfair. Weil es den Einsatz halt auch nicht unbedingt widerspiegelt, ne? Aber gut, so ist das im Sport nun mal. Manchmal ist das so. Mit der Mannschaftsstärke haben sich die Demons wirklich ins Zeug gelegt. Ja, also dafür, dass die Demons heute echt nicht viele sind. Wir können ja mal kurz durchzählen. Also 11 sind auf dem Platz. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Also ich zähle 24. 24 Spieler. So, und bei Brett steht gefühlt die halbe Mannschaft, über der Hälfte noch draußen. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Also da stehen ja locker fast das gleiche, was die Demons insgesamt haben, nochmal an der Sideline gefühlt. Also das ist schon ein großer Unterschied und normalerweise zeigt sich das irgendwann auch im vierten Quarter, aber heute, ja, also hier Kadergröße ist nicht immer alles. In vielen Fällen zeigt das schon viel, aber halt nicht immer. Da wurde der Ball nochmal abgewehrt, fast noch intercepted, aber auch nur fast leider. Und auch wieder hier fehlt so ein bisschen Glück. Also ein bisschen Glück halt, ne? Aber was soll's. Es soll heute aus Sicht der Riptides nicht sein. Mal wieder. Ich weiß nicht, wie oft ich das schon gesagt habe oder gedacht habe. Aber naja. Oh, da fliegt eine Flag. Auf jeden Fall eine Flag on Field, das steht schon mal fest. So, aber insgesamt muss man ja sagen, auch wenn ich noch mal aufs Wetter eingehen muss, aber insgesamt muss man sagen, hatten wir wieder Glück mit dem Wetter. Also gestern Abend und heute Morgen, als ich da in den Wetterbericht geguckt habe, sollte es eigentlich durchgehend regnen ab 11 und auch gewittern.
Gewitter kam ja so ein bisschen, aber halt an uns vorbei. Und der Regen, den wir hatten, der war jetzt ja auch nicht so doll. Ich möchte das natürlich jetzt nicht hinaufschwören, aber es sieht hier eher blau aus als Regen. Also ich denke, ich werde Glück haben und auch beim Abbau keinen Regen haben. Muss mal gucken, ob ich vielleicht noch das ein oder andere Postgame-Interview aufnehme. Ich weiß noch nicht, vielleicht, so spontan ohne Vorplanung ist immer schwierig. Wird dann ja sowieso nicht live. Aber vielleicht schnappe ich mir ja nochmal den Finn von Neumünster. Das wäre ja vielleicht nicht schlecht. Aber wir gucken mal. Wir gucken mal. Erstmal das Spiel hier zu Ende bringen und das abbauen und dann gucken wir mal mehr. So, jetzt haben wir den dritten und 10. Dritten und 9. Oh ne, falsche Richtung geguckt. Ne, doch, richtige Richtung. Ah, ich bin auch behindert manchmal. Ich bin auch behindert. Oh, langes Brot. Boah, da hat er seine Finger noch reingekriegt. Wichtig. Finde ich auch tatsächlich noch schön, dass sie sich trotzdem noch sehr freuen. Dafür, dass das Ergebnis einfach das nicht widerspiegelt. Aber das ist Sport. Man muss sich trotzdem freuen, auch wenn man vielleicht... Wenn man vielleicht halt auch groß zurückliegt. Oh, danke fürs Flagge entfernen, danke. Mit Höppi. Grüße, hab's auch und endlich mal geschafft. Moin Nils, grüße dich. Schön, dass du da bist. Das wird ein viel cool Versuch tatsächlich. Der erste, den wir heute sehen, das ist eine lange Distanz. Der ist zu kurz, glaube ich, ne? Ah, die Richtung hat gestimmt, aber leider 2 Meter zu kurz. Schade. Keine Punkte für den Kicker, keine Extrapunkte. Oh, Angriffsrecht wechselt dementsprechend auf der 30-Yard-Linie. Das heißt, 70 Yards haben die Bredschäder da noch ja, zu überbrücken, um zumindest noch ein paar Punkte zu machen. Bin mir dann doch sicher, dass so ein 21:47 besser aussieht als so ein 14:47. Aber das mag Ansichtssache sein. Mal kurz gucken, wie ist denn eigentlich die Vorhersage ausgegangen, beziehungsweise was kann ich mir das hier irgendwo angucken? Nö, kann ich hier jetzt irgendwie nicht sehen. Auch egal. Oh, ich habe ein ganzes Play verpasst. Ich dachte, es geht noch gar nicht weiter. Aber gut, egal, geht weiter. War ein guter Run, hat gereicht. First Down auf jeden Fall. Gab es ein Timeout? Ich glaube, es gab ein Timeout. Ich bin mir jetzt nicht sicher. 64:33. Okay. Für Bredschied war die Abstimmung. Okay. Also ich glaube, dass es ein Timeout gab für Neumünster, wenn ich das richtig sehe. Ja, für Neumünster. Also auch aus Bredschieder Sicht, es macht eigentlich auch jetzt wenig Sinn, hier noch richtig alles reinzuwerfen. Natürlich sollst du hier jetzt nicht untergehen, aber mit ein paar Runs jetzt die Zeit von der Uhr nehmen. Ich glaube, da haben beide Seiten dann letztendlich was. Weil man muss ehrlich sein, richtig viel besser in der Offense der Riptides wird es wahrscheinlich nicht. Jetzt hat er wieder Stress, aber ein guter angebrachter Pass jetzt doch mal. Ja, sehr gut. Hat wieder gereicht für ein First Down und ins Aus. Die Uhr bleibt stehen, also die Riptides wollen es dann vielleicht doch nochmal wissen. Und vielleicht noch ein paar Punkte machen. Nee, da kommst du nicht auf 100. Stimmt, das jetzt, wo du sagst, fällt mir das auch auf. Oh Mann. Aber schön, dass dir das noch aufgefallen ist. Hättest du nichts gesagt, wäre das gar nicht aufgefallen. Oh, dann wirft er das Brot nochmal weg und das war ein Fehler. Das war ein entscheidender Fehler. Der war aber schon lange im Aus, Leute. Hättet ihr schon mal vorher abpfeifen müssen. Und da fliegt noch eine Flagge.
Und da hat er das Ding wieder wie eine Granate weggeworfen, so ohne Rücksicht auf Verluste. Und da ist es tatsächlich bestraft worden jetzt. Gucken, was die Schiedsrichter jetzt hier noch entscheiden. Dass es da noch ein Personal Foul gab. Gucken wir uns in der Zeit einfach mal das Replay an. Dann hat er natürlich Druck und da kommt der Defender dann jetzt endlich durch und da hat er, boah, das ist gefährlich, was er da macht, ne? Im Endeffekt macht es natürlich nicht mehr viel aus, aber weiß jetzt letztendlich auch nicht, warum die Flagge letztendlich geflogen ist. Auf jeden Fall gegen Neumünster. Dementsprechend keine Interception. Ah, okay, nach dem Play. Also doch, also Turnover auf jeden Fall. Das Foul entstand dann erst nach der Interception. Ja. Und schon wieder steht die Defense auf dem Platz. Viertes Viertel, genau, richtig. Ist uns unten im Scoreboard auch eingeblendet. Das Quarter, was da unten steht, stimmt zu 75%, weil manchmal vergesse ich es auch zu ändern. Aber grundsätzlich, jetzt kannst du darauf vertrauen, dass das stimmt. Ja, viel Zeit auf der Uhr ist nicht mehr. Ich weiß nicht, wie viel Zeit es noch ist, aber gefühlt dürfte es eigentlich fast gar nichts mehr sein eigentlich, weil es wurde viel gelaufen. Ja, es dürfte nicht so viel passieren mehr eigentlich. Ah, Two-Minute-Warning war schon. Oh, das habe ich ja wieder verpasst. Siehst du, ich verpasse sowas immer. Aber zum Glück habe ich ja euch als aufmerksame Zuschauer, die mir das denn im Nachhinein sagen können. Also Two-Minute-Warning war schon. Dementsprechend dürfte das hier auf jeden Fall sehr zeitnah zu Ende sein. Leute, die Kette... Ah, nee, ist ja richtig. Ich wollte gerade sagen, was die hier mit der Kette schon wieder üben. Aber gut. So, die gehen aufs Knie, sehe ich gerade. Ja. Victory Formation. Dementsprechend dürfte das Spiel auch gleich vorbei sein. Das Spiel ist sogar vorbei. Die Zeit tröpfelt jetzt langsam runter. Und der Schiedsrichter, der White Hat, wird das Spiel dann jetzt auch gleich abpfeifen wahrscheinlich. Er zählt noch mit. Jawohl. Oh ne, nochmal. Höppi wurde nass gemacht. Während die Jungs nochmal aufs Knie gehen, wurden die Coaches hier schon mal nass gemacht. Spiel ist zu Ende. Neumünster gewinnt. Inbreed steht mit 47-14. Also ein richtig, ja, also klares Spiel, würde ich mal behaupten. Am Anfang fing es ja echt, ja, es fing gut an. Also gut für uns Zuschauer, meine ich. Also aus Sicht der Demons ist das Ergebnis natürlich erste Klasse. Aber ich würde mal behaupten, aus unserer Sicht, der Sicht des Zuschauers, fing das Spiel besser an, als es aufhörte, würde ich mal behaupten. Da war das ja ein richtig guter Schlagabtausch.